Herzlich willkommen zur 777. Ausgabe des Sneakpods. Die Kapitelmarke ist an die richtige Stelle gesprungen und ich begrüße euch. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. Wir reden jedenfalls über den Film Strange World. Mit mir hier, der blaue Schwibbelschwabbel. Das ist Robert Krüger. Platsch. Klatsch, Platsch. Irgendwie so ähnlich. Und der dreibeinige Hund, das ist Christoph Perner. Guten Abend. Und Stefan Giesbert ist die sympathische kleine Fresszelle. Was natürlich genau das gleiche ist wie der blaue, aber wir haben uns nicht abgesprochen. Nom 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 nom. Vielleicht bist du auch eine von den großen ungestümen Fresszellen. Die waren schon cool. Spoilert ihr gerade den ganzen Film? Nee. Nein. Nein. Gut. Nein. Nein. Ja, aber um Spoilern werden wir nicht herumkommen heute. Wir werden irgendwie Spoiler-Teil machen müssen, auf jeden Fall. Gut, dass du das sagst, wenn ich die Kapitelmarken schon reinkopiert habe. Vielen Dank. Die Kapitelmarken sind heute total kaputt. Letzte Woche waren sie technisch kaputt und diese Woche sind sie inhaltlich kaputt. Mir ist gerade aufgefallen. Oh Gott. Ich glaube, ich möchte spoilern bei diesem Film. Okay, ja, dann spoilern wir wohl. Na gut, nee, das wollen wir erstmal nicht. Also, ja. Genau, erstmal muss der Stefan das zusammenfassen. So fängt es ja an hier von der Reihenfolge. Also, genau. Herr Giesbert, Strange World hast du uns letzte Woche sozusagen hereintelegrafiert in die laufende Sendung. Und, ich habe dir hoffentlich vor der Sendung schon Bescheid gesagt, oder? Also. Nee, ich habe dich, glaube ich, gefragt, da hatten wir gerade angefangen mit Aufnehmen, aber du warst rechtzeitig, bevor wir an den Punkt kamen. Ja. Und insofern musst du jetzt zusammenfassen, Strange World. Auf dreifache Empfehlung meines Bruders, der gesagt hat, das ist so ein cooler Film, wir haben ihn schon 5-mal geguckt mit meinen Kindern. Schlag den mal vor und guck den. Okay. Ich muss mit deinem Bruder nochmal gesondert reden, aber mach erstmal weiter. Vielleicht gucken die anders Filme als wir. Und der hat ein bisschen ältere Kinder als wir. Vielleicht liegt es daran. Jedenfalls geht es um eine abgeschlossene Zivilisation, die irgendwie in einem Tal wohnt, was von riesigen Bergen umgeben ist, und um einen Entdecker, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen, der unbedingt heraus... Jäger. Ach ja, Jäger. Und sein Sohn heißt Sammler. Sammler. Sehr gut. Ja. Sehr dezent. Okay. Genau. Ja. Jedenfalls, der Vater möchte gerne wissen, was hinter diesen hohen Bergen ist, und erforscht das und zwingt seinen Sohn und irgendwelche Leute dann immer mitzukommen, und ja, irgendwann dreht der Sohn halt um, und weil er keine Lust mehr hat, und entdeckt auf dem Rückweg irgendein Kraut, was dann der Zivilisation in diesem Tal unglaublich weiterhilft, weil es elektrische Spannung erzeugt, irgendwelche... Das ist quasi Gemüse. Das Gemüse sind Akkus, wenn man so will. Ja, ja, genau. Ja, Batterien, weil kann man wahrscheinlich nie wieder aufladen. Ja, stimmt. Genau, und 25 Jahre später hat dieser Sohn ebenfalls einen Sohn, der aber nicht so viel Bock auf das Farmer-Sein hat, weil der Sohn wird jetzt Farmer, weil er ja hier diese grandiosen Früchte entdeckt hat. Und dann ist es so, dass die Früchte oder diese Crop... Gemüse, weiß ich nicht, kaputt geht, und sie müssen, die Landeschefin, Dorfchefin, was auch immer, kommt an und sagt, hier, wir müssen jetzt herausfinden, was da los ist, und du kommst jetzt mit, und wir müssen nach dem Problem dieser Pflanze forschen. Und dann fahren sie los in einem fliegenden Etwas. Keine Ahnung. Im Jules Verne-artigen U-Boot, das was fliegen kann. Ja, fliegenden U-Boot, und bekommen dann in eine fantastische Welt, die eine Mischung aus LSD-Trip, Unterwasserwelt und schlechter Trip vielleicht aussieht, und müssen herausfinden, was mit ihrem Zeug los ist. Und im Trailer wird es schon verraten, deshalb können wir das, glaube ich, auch sagen. Treffen dort den verschollen geglaubten Vater von unserem Farmer. Nee, echt? Den treffen sie da wieder. Ist ja überraschend. Der hatte sich ja aufgemacht, hinter die Berge zu kommen. Und auch den treffen sie in dem LSD-Wunderland wieder. Und er ist dann schon völlig zugewucherter, langbärtiger
ein Siedler dort. Und das Erste, was er macht, ist gefühlt sich rasieren. Ist genau. Natürlich, also wenn die Welt oben untergeht, weil das Lebenselixier sozusagen kaputt geht, ist eigentlich das Erste, was man macht, dass man erstmal seine Frisur in Ordnung bringt, oder? Ja, genau. Ich finde schon auch. Naja, gut, wie lange ist der an keinem Rasierapparat mehr vorbeigekommen? 25 Jahre. 20 Jahre. Genau, und deshalb hat er sich gedacht, das muss jetzt aber mal sein, bevor die jetzt hier irgendwie das Schiff schrotten und der Rasierer kaputt geht. Ja, naja, gut. Ja. Also kann ja sein, dass da zwischendrin noch ein paar Tage waren, wo die halt einfach nur rumgefahren sind in diesem unten drunter oder innen drin oder wie auch immer. In der hohlen Erde. In der hohlen Erde. Es ist immerhin nicht Hitler auf einem Dinosaurier vorbeigekommen, so viel können wir verraten. Ja, fast. Es ist nicht Iron Sky. Ja, wie hat es euch denn gefallen? Wer soll denn anfangen? Christoph, Bob, wenn wir beide jetzt sagen, dass wir es nicht so gut fanden, dann muss der Christoph es lieben. Ich fand den das super. Ist eigentlich schön. Also, ich fand ihn klasse. Die langjährigen Bob, Hörer an. Schon aus dem Tonfall raus, wie wahr das ist. Nee, ich muss sagen, also um jetzt mal anzufangen, ich habe bei dir so das Gefühl, dass du gleich Dinge kritisieren wirst, die du im Nicht-Spoiler-Teil kritisieren kannst. Und meine Kritikpunkte liegen eher im Spoiler-Bereich, deswegen sind die vielleicht nicht deckungsgleich. Also bin ich gespannt, was du, fang du doch mal an. Ich fand da nicht alles schlecht drin in dem Film. Gut, das hat zwei Kategorien, was mir daran nicht gefallen hat. Die einmal ist enorm bunt. Und zwar an ganz vielen Stellen für meine Begriffe, entweder ist es wirklich an kleinere Kinder gezielt, wobei die Themen, die der Film verhandelt, eigentlich eher größere Kinder ansprechen, glaube ich. Oder Erwachsene, ja. Oder auch Erwachsene, genau. Und dann hat der Film im Vorhinein, wir hatten das ja letzte Woche angesprochen, dass er so ultra woke ist und an der Kasse ultra krass abgestürzt ist, irgendwie die amerikanische Presse, die Konservative hatte ich glaube ich letzte Woche zitiert, Go Woke, Go Broke getitelt, weil so das Ding halt irgendwie finanziell wahrscheinlich vor die Wand gefahren ist, aber das sind gar nicht so die Themen, die mich gestört haben. Ich meine, das trägt der Film schon wie eine Monstranz vor sich her und trägt es auch ultra dick auf, also und das nervt schon auch, weil das so plakativ dick draufgeschmiert wird. Das ist irgendwie so, es ist halt null subtil, was er da macht. Nee, es ist exakt das Gegenteil von subtil, das stimmt. Ich muss sagen, ja, dieses Ultra-Woke, ist nicht subtil, hat mich aber nicht gestört, war mir relativ egal. Ja, mir im Endeffekt auch. Stört mich allerdings tatsächlich dann an Stellen, mich stört diese Szene, wo der Sohn von den Freunden irgendwie so im Endeffekt ausgefragt wird zu seiner Verliebtheit in diesen anderen Jungen. Gell? Finde ich total unangenehm. Finde ich aber eben aus einem anderen Grund unangenehm, als es die anti-woke Fox News. Du meinst diese Szene, wo die damit auf dem Auto sitzen? Oder? Ja, schrecklich. Und das ist völlig fand egal. Ich absolut Teenager-mäßig einfach nur ja, so. Genau, ja, genau. Aber das fand ich so unangenehm. Das ist, weißt du, der arme Teenager wird hier ausgefragt über seinen Crush. Ist völlig egal, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Also hätte ich auch völlig, also wenn ich mich in ihn reinfühle, hätte ich das total unangenehm gefunden. Und war mir hat so, er ja auch. War ja auch deutlich ja, hat er auch, so auch fand aber ich, hätte, fand ich hätte sehr nicht, cringe. Also, hätten wir nicht unsere Freunde auch so früher befragt? Ja, haben wir nein. Unsere Freunde befragt? Nein, hätten wir nicht. Echt? Ach nein. Komm, also mir ist das so passiert und ich glaube, allen in meiner Klasse ist das so passiert. Wenn einer mitgekriegt hat, dass der einen Crush auf die oder irgendwas hat, dann wurde da so, sowieso ist mit der und der und also oder, also das. Ja, aber das war ja sogar noch, also ich fand das jetzt noch nicht mal so aufziehend, sondern so, was ist denn da? Erzähl doch mal. Natürlich waren es eigentlich zu viele Leute für so ein privates Gespräch über den Crush. Aber ich fand es nicht übertrieben, nö.
Vor allem, wenn da, als da noch die Eltern dazukommen und da auch noch mit, oh. Ja, das geht natürlich, also das ist so. Ja, das ist, das oh. zum Fußnägel hochrollen fies war, aber ich fand es realistisch. Also so ist es einfach. Und es war unabhängig davon, ob der jetzt schwul ist oder nicht. Ja, ich fand es sehr unangenehm. Also. Ja, ich glaube, es war so angelegt, dass es unangenehm ja, war. So er fand es auch so. Aber ja, das war, um nochmal zurückzukommen, es war jetzt auch alles nicht, was mich gestört hat. Was mich gestört hat, ist zum einen, dass er diese Botschaften dann später, was so Vater, Sohn und was für Wege man im Leben einschlägt und ob den Eltern das gefällt und so, das war so triefig, dick, raufgeschmiert auf die Dialoge, so jetzt, Achtung, hier Botschaft, Schlüsselszene, zuhören jetzt und so, das, also da waren ja dann Minuten hinten, wo das ausgewalzt wurde, dass wir jetzt nochmal die Moral der Geschichte hier dick ich konnte da nicht mehr zuhören, das war so schmalzig, dass ich es nur noch anstrengend fand und zwischendurch, und das war dann eigentlich mein Hauptkritikpunkt in dem ganzen bunten Teil, ganz am Schluss, und da kommen wir im Spoilerteil dazu, was da sozusagen der Clou bei der Sache ist, ergibt sich ein Wissen, was einem vielleicht rückblickend was erklärt in dem Film. Und dann kann man möglicherweise da ganz am Ende zurückschauen auf das, was man gesehen hat und versteht einige Sachen vielleicht noch. Das ändert aber nichts daran, dass ich vorher 50 Minuten da gesessen habe und diese ganze Welt hat keine innere Logik. Das ist einfach nur bunt, ständig knallt irgendwas und sie fallen irgendwo runter und müssen irgendwo hin und irgendwer kommt und mal sind die einen lieb und mal sind die einen nicht lieb und mal fallen diese gelben Dinger runter und es wächst rosa Gras und mal fallen diese gelben Dinger runter und es macht neuen grünen Teppich und mal fallen die gelben Dinger runter und erwecken irgendwas zum Leben, was vorher tot war. Und dadurch, dass es zu dem Zeitpunkt noch nicht erklärt ist, kannst du irgendwann einfach aufhören, oder so ging mir das, zu versuchen, die innere Logik dieser Welt zu verstehen, weil es passiert einfach irgendwas, damit es immer bunt ist und damit es immer irgendwie Action hat. Und das hat mich sehr ermüdet und irgendwann habe ich einfach aufgehört, mich darum zu kümmern, wie diese Welt tickt. Ist ja sogar, wenn du am Ende die Auflösung hast, ist das ja nicht wirklich schlüssig. Ja, also das ist ja nur so, ja, allegorisch schlüssig. Ja, also richtig ja auch wieder nicht. Das erklärt sich nicht richtig. Nee, gell? Also diese roten Wesen, diese Rochenströme oder was das waren. Ja, genau. Das Drachen, oder? Hast du am Anfang gedacht. Drachen, Rochen, ich weiß nicht, also auf jeden Fall, ja, im Endeffekt ja genauso wie bei hier, wie der Jets, ist das der Jetstream? Nee, dieser Unterwasserstrom. Ja, genau. Bei Findet Nemo. Bei Findet Nemo, genau. Genau, so sah es ja auch aus. Also ist ja auch genau, als, ganz viel nach Star Wars. Von der gleichen Farm gerendert. Genau, so sollte das ja auch sein, so sollte es ja auch sein. Und die Erklärung dafür ist ja am Ende nicht, passt ja nicht so richtig dazu. Ist ja nur so, ja, eine allegorische Erklärung, aber so richtig ja eigentlich nicht. Also, ja, Bob, da gebe ich dir recht. Es wurde halt einfach unheimlich viel gezeigt, unheimlich viel Schauwerte. Man hat so gemerkt, da hat sich irgendein Digitaldesigner halt völlig ausgelebt, hat jedes Buch und jedes, keine Ahnung, was ihm gerade unter die Finger kam, so ein Tiefseebuch vor allem, Bilderbuch, hat er da halt, weißt du, und halt auch so kombiniert, ja, so Unterteil von sowas Pferdeähnlichen und statt Kopf dann so ein Tiefseeschwamm, so ein Fächerschwamm oder so ein. Die fand ich so schön, die sahen so schön aus. Wunderschön sah das alles aus. Ich glaube, von einem Wurm ist das, der das so einzieht in eine Röhre und dann wieder so raus und damit filtriert und so. Und hier war es eben nicht an einer Röhre, sondern halt an einem Zentaurenkörper. Kopffüßer, Kugeln. Ja, genau, die auch so irgendwie so halb Tintenfisch, halb Qualle, halb keine Ahnung, auch immer. Was auch immer, irgendwelche Bärtierchen waren zum Teil auch, oder? Ja, die sahen so ein bisschen so aus. Ja. Die dann mitgenommen haben über den See, die sahen so aus, ne? Ja, man hat halt Assoziationen an alles Mögliche, aber so richtig Hand und Fuß hat das nicht. Es waren halt Schauwerte. Ja, ja, und für mein Gefühl, sie haben halt einfach viel zu viele Themen aufgemacht. Also sie haben dieses Schwulsein so nebenbei mitverhandelt, sie haben Vaterkomplex in beide Richtungen verhandelt, sie haben Umweltthemen verhandelt, sie haben Nachhaltigkeit verhandelt, sie haben dieses mit diesem komischen Spiel, das Offensein und Aufmerksamkeit. Krieg ist nicht die Lösung und so. Ja, genau, so gemeinsam und
jedes einzelne Thema wäre ein guter Film gewesen. Aber alle da reinzuschmeißen, macht halt einfach nicht einen besseren Film. Ja. Also das fand ich so, okay, das noch und das noch und das noch und ach ja, ja, also ist jetzt ein bisschen viel. Ihr behandelt ja gar nichts richtig. Hm. Eine Sache, die mich zwischendrin so eine Weile beschäftigt hat, bis ich dann rausgefunden hatte, dass meine Vermutung korrekt ist. Habt ihr ihn auf Deutsch oder auf Englisch geschaut? Deutsch. Englisch. Ich habe mit Kindern geschaut. Ich habe ihn auch auf Deutsch geschaut, nicht mit Kindern. Ich glaube, meine Tochter hätte es auch zu gruselig gefunden. Aber mit meiner Frau und deshalb auf Deutsch. Und die Synchronstimme von Ethan, also von dem der dritten Generation quasi, dem Sohn Enkel. Von dem Sohn. Den Enkel. Den Enkel, ja genau. Habt ihr die erkannt? Oder das für Stefan gilt das ja jetzt nicht die Frage, sondern hast du die erkannt, nee, Christoph? Nee. Ich dachte so, okay, eine schwule Figur und diese Stimme, wo habe ich das schon mal gehört? Und dann habe ich da irgendwie so die ersten 10 Minuten des Films drauf rumgedacht, woher ich diese Stimme kenne und warum ich das Gefühl habe, dass sie so gut zu einer schwulen Figur passt. Und dann habe ich rausgefunden, das ist Eric, der Dunkelhäutige aus Sex Education. Und echt? Wenn du das einmal, also die Synchronstimme ist dieselbe. Und wenn, krass, du, okay, wenn du das einmal zugeordnet hast, dann hast du die Assoziation. Dann ja hast du diese Assoziation, ja, und dann siehst du dann, dass der Typ halt, dieser Synchronsprecher, das natürlich irgendwie mit derselben Energie und mit derselben Melodie und so, keine Ahnung, irgendwie spricht so, und dann bringst du diese beiden Figuren einfach übereinander. Ich habe dann nur noch Eric gesehen für die restliche Zeit, was ja an sich eine positive Assoziation ist, weil ja, ich total Eric jetzt total gerne mag. Ja, aber den Film hat es nicht gerettet, also irgendwie. Ich fand es nur lustig, dass es der war. Versuch das mal raus zu googeln und nebenbei noch den Film zu gucken, ist gar nicht so einfach, muss ja Synchronsprecher, Katar so viel passiert doch jetzt auch nicht parallel. Ja, deshalb hatte ich ja Zeit, das rauszufinden. Wikipedia müsste das doch schnell bringen, oder? Ach ja. Ich weiß nicht, ob Wikipedia, vielleicht, das habe ich nicht versucht. Ich habe dann über Synchronsprecher Kartei oder wie das heißt. Wie heißt der Ethan? Der deutsche Sprecher ist Marco Esser. Genau, Marco Esser. Was? Synchronrollen, Serien. Wir glauben es einfach, was der Bob gesagt hat. Sex Education, ja. Zack, habe okay, ich. Da warst du also sehr viel schneller als ich. Ich habe da länger gebraucht. Ich habe es auch mit dem Handy gemacht. Bob, vorhin haben wir noch gesagt, es gibt keine schlechten Alan Tudyk-Filme. Oh, jetzt kommt's. Ja, er spricht hier. Der Sprecher ist er. Oh, okay. Ja, der Christoph sagt dir leider jetzt wieder nichts. Christoph, du fliegst jetzt nochmal kurz aus der Leitung und ja, wir versuchen es nochmal. Ich glaube, er hört uns nämlich auch nicht. Nee, ich hoffe, du bist jetzt, ja genau. Ja, da nee, habe ich mich kurz erschreckt, so still. Ja, hätte ich noch eine Sekunde still sein sollen. Gucken, was du sagst. Ja, dann erzähl du doch mal weiter. Du fandst, das sind zu viele Themen. Wie fandst du diese Bundigkeit? Oh ja, das sah hübsch aus und mich hat das jetzt aber nicht groß gestört. Hast du ein Gefühl, dass du, also das, was mich so gestört hat, hast du ein Gefühl, du kriegst einen Griff, wie diese Welt funktioniert? Du verstehst dann irgendwann mal irgendwas? Nee, nicht so richtig, weil mal stehen sie an einem Abgrund und es geht unglaublich steil runter und man kann auf keinen Fall in die Richtung springen und dann rennen sie wieder über Abgründe und springen die dreifache Höhe einfach runter und also gerade dieses Schwerkraftthema und die Festigkeit, heißt das dann so, des Bodens und so, das passte alles nicht so richtig zusammen. Oh, das hat mich aber nicht gestört, das war halt LSD, also fand ich so schlimm. Also was ich schlimmer fand war, dass ich dauernd das Gefühl hatte, und meiner Frau ging es auch so, dass es sehr vorhersehbar ist, wohin das führt. Also jetzt nicht die Auflösung, aber so, dass halt dass, die Sache das mit dem Vater. Ja, nee, als der, nicht mal das, dass der Sohn sodass, in der ersten, das, ja. Dass das offensichtlich Böse wahrscheinlich nicht das Böse ist, und dass die dass ihre gute Mission wahrscheinlich nicht die gute Mission ist und dass das Problem ja wahrscheinlich bei, das ist ja auch klar, weil es ja von vornherein so angelegt war auf Umweltverschmutzung, bla bla bla. Ja, das war im Endeffekt, als die in die Tiefe gehen, war klar, das ist irgendein Umweltverschmutzungsthema, die Lösung. Gell? Echt? Das habe ich nicht kommen sehen. Echt? Da habe ich offensichtlich zu taub auf dem Ohr gewesen. Nee, das, also es war so, da haben wir schon mit dem Lucis drüber gesprochen, als die da drunter gehen, ja, es ist eh klar, dass die Menschen am Ende schuld sind, weil, ja, darum muss es gehen.
die Erde wird nicht schuld sein. Ah. Weil, ja, ist halt, wie du ja sagtest, total woke. Also, was soll da anderes rauskommen? Aber, ja, nee, also, aber ich fand, er sah ganz gut aus. Oder er sah super aus. Und die Kinder mochten ihn. Also, beide Kinder mochten ihn. Der Große hat ein bisschen Angst zwischendrin gehabt bei den, bei diesen Kopffüßer-Fressviechern. Aber insgesamt mochten sie ihn. Okay. Hm. Ja, wie gesagt, mir hat sich die Logik da des Films nicht erschlossen und die Moralgeschichte war mir zu holzhammerig reingedrückt. Gerade im hinteren Teil, wenn die sich dann da gegenseitig ihre Vorträge übers Loslassen können und sich zwingen, dass man da in die Fußstapfen treten muss und so weiter. Und als wir das dann fertig verhandelt hatten, dann kommt die Auflösung und dann hält nochmal einer so einen Klimawandel-Vortrag. Da habe ich gedacht, jetzt. Ja, oh, furchtbar. Ja, also, das war schlimm. Ja, das ist war doch schon irgendwie in der ersten oder in der im ersten Element angelegt, so die beiden ziehen los, verkrachen sich, der eine geht nach Hause, der andere kommt zurück, ja. 25 Jahre später. Ja, genau. Was wird da wohl passieren? Okay, das ist klar. Ja, genau. Also es ist halt dann immer noch ein Disney-Film. Ja. Ja. Ja, okay. Diese grundlegenden Richtungen waren einfach zu vorhersehbar. Aber gut, ist dann halt so. Ja. Möchtest du jetzt noch einen Spoiler-Teil machen? Oder ja, auf jeden Fall. Ich habe noch ein zweites Thema bei dem Film. Oh, okay. Also wer jetzt diesen Film... Wollen wir jetzt noch Punkte geben vorher, oder? Das geben wir hinterher. Geben wir hinterher, okay. Ändert sich ja durch das Besprechen nochmal was. Mhm. Genau. Schalten Sie jetzt aufs nächste Kapitel weiter, wenn Sie nicht gespoilert werden wollen. Ja, so, war jetzt Warnung genug. Jetzt haben wir... Genau, einfach so. Zur nächsten Kapitelmarke, die wahrscheinlich Strange Worlds Punkte oder so heißen wird. Genau. Also, dann sagen wir doch jetzt erstmal verraten wir doch jetzt erstmal den Clou des Films. Weil darum geht es auch in der Sache, die ich noch anzubringen habe, die ich letzte Woche schon angebracht habe. Also, das, worauf es am Ende hinausläuft, ist, die Familie findet heraus, oder die Reisenden finden heraus, dass nicht die Pflanze eine Krankheit hat. Die sind ja auf der Suche danach, die Pflanze zu heilen im Endeffekt, weil die Pflanze ja abstirbt, sondern sie finden heraus, dass sie auf einem riesigen Organismus leben, also auf einem Tier im Endeffekt. Auf einer Schildkröte. Auf einer Schildkröte, das finden sie nicht raus. Aber ja, das ist am Ende. Ich hätte vorhin fast jemanden von euch als Schildkröte vorgestellt und dann dachte ich, saubildet jetzt. Und sie finden halt raus, dass sie auf einem großen Organismus die ganze Zeit leben und dass diese Pflanze die Krankheit ist, die den Organismus tötet. Und der Organismus versucht, diese Krankheit zu bekämpfen. Muss irgendwie eine ganz fiese Flechte oder ein Pilz oder so sein, der so von innen nach außen wächst. Und der hat sich um das Herz gewickelt. Ja, Krebs im Endeffekt, oder? Und wächst von dort aus nach außen bis auf die Haut raus. Das ist schon fies, ja. Ist schon ein garstiges Ding. Eine fiese in dein, Kombi aus, in deine aus Krebs und Krebse. Wenn deine Krebstumore von deinem Herzen aus nach außen wachsen und von außen zu sehen sind oder aberntbar, dann hast du ein Problem. Ja. Genau. Ja, und wir finden eben raus, dass das alles im Endeffekt ein großer Körper ist. Sie sehen dann ja auch, als sie dann die andere Seite erreichen, ein riesiges Auge und erklären dann ja auch so gleich, es wird einem ja wirklich hingedrückt, hier war die Lunge und da war das Herz und bla 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 und da war der Wind, das war die Lunge und so. Und diese Blutströme, da habe ich mich gefragt, normalerweise fließen auch so Blutströme durch. So Adern und so, gell? Adern? Ja, ja gut. Die fliegen halt nicht einfach so durch den Raum so. Also das ist ja, so, das war so, als das Herz kurz stehen geblieben ist und dann war das da so zu sehen, kurz bevor es wieder zum Leben erweckt wurde. Und hatte einfach so offene Rohrenden so an der Seite, ja, genau. So wie so ein Herz aussieht, wenn es sieht nicht gesund aus. Wenn es als, weiß ich nicht, so als Anschauungsmaterial, als Spenderorgan einem Körper entnommen mit so offenen Rohrenden so an der Seite, wo du denkst so, sollte das nicht irgendwo angeschlossen sein? Und so eine Minute später kommt dann dieser Blutstrom da so einfach frei durch den Raum geschossen. Es sah auch alles ziemlich nach Star Wars aus, oder? Es ist mir dauernd so gegangen.
Das ist so? Nee, ja, nicht so. Und die mit diesem Schiff am Anfang da in diesen Tunnel runterstürzen, habe ich zweimal zu meiner Frau gesagt, there's always a bigger fish. Und dann kamen diese Rochen an und haben das Schiff angegriffen und so. Also ich war irgendwie erinnert an viele Arten von Star Wars, nee, in irgendwelchen unterirdischen Höhlen. Auch Matrix Vibes, ja, hat genau, zwischendurch. Ich wollte sagen, ich Matrix 2 oder 2 und 3. Das, ja, die Kopffußbücher hatte ich. Ja. Ja, überhaupt dieses, und da bin ich jetzt schon bei dem Thema, was ich letzte Woche schon angesprochen hatte, dass ich irgendwo gelesen habe, dass der Film eine faschistische oder totalitäre Aussage hat, Grundaussage. Ich habe darauf jetzt natürlich besonders geachtet und ich habe auch den Artikel nochmal gesucht und gelesen. Und ich muss sagen, da ist was dran. Also, und gerade wenn ich eben diese Szenen mir anschaue, wo es eben, die uns so an Matrix erinnern, ja, von diesen wuselnden Fresszellen, die eben versuchen, diesen Krebs zu bekämpfen und auf deren Seite sich ja dann unsere Gruppe auch schlägt, gell? Also die schlägt sich dann ja auf die Seite des Organismuses und bekämpft den Krebs oder die Pflanze. Dieser Artikel, den ich dazu gelesen habe, hat eben so dargestellt, dass die Pflanze oder das Wachstum der Pflanze ja im Endeffekt Anarchie bedeutet oder ein anarchisches Wachsen, also dieses pflanzenartige Wachstum, was am Anfang ja auch glorifiziert wird, oben in deren Gesellschaft, und eben dem gegenübersteht ein Organismus, mit der nach klaren Regeln funktioniert, mit Figuren darin oder Akteuren, die aber keinerlei Individualkraft mehr haben, sondern im Endeffekt in diesem Organismus zu funktionieren haben und dann eben wie Drohnen sind im Endeffekt. Also, und deswegen auch diese Assoziation mit Matrix, gell? Also wir haben ja diese Fresszellen, sind ja im Endeffekt das, was bei Matrix diese, was sind die denn? Diese Maschinenkakerlaken oder was ist, keine Ahnung, ja? Die so in großen Mengen auch so im Strom auftreten und versuchen eben die Individualität kaputt zu machen und halt den freien Willen, den freien Gedanken und den Krebs im Endeffekt, den Virus eben auszumerzen. Und das hat schon was unheimlich Faschistoides. Ach, jetzt komm, also das, da gehe ich nicht mit, das ist großer Unfug. Ja, das ist natürlich, ist es eine Interpretation und eine das kannst du das über jede Naturdokumentation, wo ein Bienenvolk oder ein Ameisenhaufen zu sehen ist, dann sind das alles Nazis. Aber der Unterschied ist halt, dass das bei dem Bienenvolk, das sind eben nicht menschliche Individuen, die Bienen. Also außer das sind diese komischen, das sind diese komischen Fresszellmonster in dem Film auch nicht. Das sind auch nur Fresszellen. Ja, aber unsere menschlichen Individuen begeben sich in deren Struktur, also werden Teil dieser Struktur, werden Teil des Bienenvolks oder Teil der hirnlosen Fresszellengruppe. Also sie werden Teil der Borg. Ja, genau, sie werden Teil der Borg und die Borg sind natürlich, sind schon auch faschistoid, ja? Oder faschistisch. Also es ist schon... Ja, sie könnten, du könntest auch argumentieren, dass sie zu einem Medikament werden, was sich auf die Seite des Immunsystems schlägt. Ja, genau, dann, ja, so ist es, ja, so ist es ja hier verargumentiert. Also so ist es ja dargestellt im Endeffekt. Aber ja, die Frage, und wenn du die Geschichte so erzählen willst, dann... Da ist eben die Frage, ob nicht die Skala eine Rolle spielt. Also spielt es nicht vielleicht doch eine Rolle, wie groß die Figuren sind und wie viel eigenen Willen haben die oder wie viel Rechenkapazität haben ihre Hirne, wenn sie überhaupt Hirne haben. Und ist es nicht vielleicht doch ein Unterschied, ob das ein Insekt ist, was für sich, was ja nicht mal ein Gehirn hat, ja, was eben seinen Wert oder seine Rechenkapazität erst dadurch bekommt, dass es eben in der Gruppe auftritt, oder eben eine Fresszelle, die für sich auch nichts ist, sondern auch erst etwas wird dadurch, dass sie mit anderen zusammen ist. Das ist ja bei einem Mensch anders. Und das ist halt das Problem, dass hier diese beiden Skalen vermischt wurden, ja, dass das jetzt Menschengröße auf Fresszellengröße ist und die miteinander interagieren, ja, also auch mit diesem Platsch, was ich sehr lustig fand, Stefan übrigens, dass der Platsch heißt. Ist schwierig, natürlich, im übertragenen Sinn, ja, ist eine Krankheit, aber das hat halt Mr. Smith zu Neo auch gesagt, gell? Die Menschen sind die Krankheit oder sind das Virus. Und das ist schwer für uns, das so anzunehmen, weil wir sehen uns eben nicht so, sondern wir sehen uns halt als Individualpersonen und dann passen wir natürlich nicht perfekt in einen Organismus und dann sind wir die Krankheit, das stimmt schon.
Ja, aber also ich tue mir natürlich, mit dem Absoluten dieser Aussage tue ich mir schon auch schwer. Aber also ich finde, es hat schon einen wahren Kern. Also nee, ja. Also gehst du nicht mit. Let it be noted, ich sehe das überhaupt nicht so. Ich finde, das ist herbeigewichste Interpretation, die irgendwer da sich da schön einen wichtigen Text schreiben wollte. Ja, es fühlt sich für mich auch ein bisschen mehr rein interpretiert als rausinterpretiert. Okay. Aber ja, gut. Ich hatte halt das vorher schon irgendwo gelesen, deswegen war ich natürlich vorgeprägt und habe, ja, das ist halt schaut man das natürlich ganz anders. Klar, wenn man ja vorher darüber irgendwas gelesen hat, ist das halt. Ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt und hatte halt jetzt ein faschistisches Machwerk erwartet, was es nicht ist. Es ist davon nicht König ist schon der Löwen. Weit entfernt. Es ist eine Moralkeule, die ein bisschen zu bunt geworden ist und irgendwo zwischendrin vergessen hat, dass die Story an sich irgendwie zusammenhalten muss. Das ist das, was sie für mich ausgesagt hat. Ja. Ja. Die Kinder mochten es. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Ja, das ist ein Sugar Rush, insofern das war zu erwarten, dass ja, das wir mögen würden. Stimmt, es sah ein bisschen aus dann wie durch? Wie mit denen? Was gucken wir durch? So ein Film, 1,40 oder ist das? Nee, in zwei Teilen. Echt? Ja. Das hätte ich jetzt gedacht, dass, also, weil, wenn wir mit unserer Großen einen Film so in der Größenordnung gucken, dann zieht den in einem Zug durch. Der Kleine nicht, aber gut, der ist ja auch jünger als deine Junge. Und wir haben es sogar in drei Teilen, weil wir haben nämlich, weil sie müde waren gestern, haben wir dann tatsächlich 10 Minuten vor Ende noch aufgehört und da ist ja der Film eigentlich vorbei. Und dann kommt ja dieser Sprung nach oben. Also im Endeffekt, als der Film unten zu Ende war, haben wir gestern aufgehört und dann den Rest heute Abend geschaut. Heute Morgen, vor der Schule. Schön. Hattest du nicht gesagt gestern Abend, dass du fertig warst? Achso, du wärst fertig geworden, ja. Da ist er wieder weg. Er wollte sich verteidigen, aber schaffte nicht, weil sein Internet leider nicht zulässt, dass er sich verteidigen kann. Tja. Was wolltest du sagen, Christoph? Warum, was wollte ich sagen? Habt ihr mich nicht gehört, oder was? Nee. Ach, ich, schade. Hast du gesagt und dann warst du ich. Ja, ich habe nur ich gesagt. Interessantes Statement an der Stelle. Nicht ganz schlüssig mit dem angesprochenen Thema, aber hey. Nee. Man muss da auch mal gegen den Strom gehen einfach. Ja, genau. Gegen den Blutstrom. Da steht da nur das Individuum, ich, gegen die Massen, genau. Gegen die Horden, da haben wir es wieder. Ja, wieder unten am Main, gell? Da gibt es da auch ein Bild von dir, oder? Von wem? Ach ja, von stimmt, an dieser Statue. In Offenbach gibt es so ein Sockel, wo dieses drauf Jahr. Steht, ich, ja, da genau. Kann ich dann oben draufstellen. Das ist so ein Sockel, ja genau, ein Sockel, wo eine Statue drauf gehört. Und da ist ich eingraviert, die steht am südlichen Mainufer. Ja. Kann man sehr schöne Fotos von sich machen, wenn man sich mal als Statue sehen möchte. Ja, genau. Individualistische Fotos. Ja. Die natürlich dann alle gleich sind von allen. Nee, du hast ja sehr viel expressionistische Kraft, je nachdem, wie du dich darauf platzierst. Also sich da drauf setzen, knien, hocken, stehen, in irgendwelchen heroischen Posen. Kannst du wie einem Pferd draufklettern, wie so wie der alte Fritz. Also du hast da viel Ausdrucksmöglichkeit, wie du dich... Okay. Ja, wie sind wir jetzt da gelandet? Wir wollten doch eigentlich über Strange Worlds sprechen. Ja, Punkte wollen wir geben. Strange World? Strange World. Oh, das ging mir auch dauernd so, weil diese Star Trek-Serie so ähnlich heißt. Ja. Gut, dann begrüßen wir jetzt an dieser Stelle die gesprungenen Hörer. Der Spoiler-Teil ist vorbei. Genau, Bob und ich waren uns uneinig, wie man das von uns erwartet. Ja. Und jetzt müssen wir das in Punkte gießen. Mhm. Wer fängt an? Ich gebe 4. Da gehe ich mit. Ich gebe auch 4. Ich auch. Ja, fantastisch. Alle haben was anderes zu meckern und zu kritisieren. Alle fanden ihn irgendwie an einer Stelle ganz okay und an anderen nicht. Und am Schluss geben wir alles gleich. Ist das schön. Ich mag das. Obwohl das natürlich Unterschiedliches bedeutet, gell? Weil du machst es nach deiner alten, strengen Dingsweise. Ich mache das nach der neuen Jan-Punktebewertung, die das gleiche beim Gleichen rauskommt wie bei dir.
Und bei Stefan weiß ich nicht so genau. Was bedeutet 4 bei dir, Stefan? Ist das alte Dings oder neue? Nee, alte. Ja, unterdurchschnittlich. Also hat mir nicht so viel Spaß gemacht, aber hat mich auch nicht maßlos geärgert, dass ich ausgemacht habe. Aber es hat mir halt nichts gegeben. Also ich fand ihn nicht so schlecht. Ich fand ihn ganz okay. Und die Kinder mochten ihn und ich fand, er sah gut aus, aber es stören mich halt ein paar Sachen. Aber also mein 4 ist, glaube ich, das Positivste von uns. Das entspricht, glaube ich, bei euch eher 6. Das kann schon sein, ja. Ja. Gott, also das ist jetzt mit diesem Umrechnen von den Punkten immer, das ist echt mega anstrengend. Das wird wirklich sehr anstrengend. Ich finde es lustig, wie die Namen benannt sind in der IMDb, wenn du da unter Quotes guckst und denkst, was sind denn so die guten Zitate? Die Seite hatte ich vorhin aufgemacht, weil ich dachte, ich könnte eins davon verwenden für die Begrüßung. Und dann steht, dass eine Electric Brussels Sprouts, was auch immer das für ein Viech war, bzzzt gesagt hätte. Das sind die Crops, also das Gemüse, was die ernten. Das sieht doch aus wie Brussels Sprouts. Ja. Ja, das hätte, nicht so? Das, Rosenkohl ist das auf Rosenkohl, Deutsch. Rosenkohl, ja, die wachsen auch so an so einer Stange. Ja, die stimmt, die sehen ein bisschen Rosenkohl aus, ja, wo du sagst. Auch, ja, du hast recht, ja. Aber es ist schön, dass dann auf der IMDb in den Quotes drin steht, als Quote, die Figur Electric Brussels Sprouts hätte bzzzt gesagt. Was? Was ist das für ein Quote? Aber okay, gut. 4 Punkte von allen von uns. Selten waren wir uns so einig. Übrigens, ich könnte euch jetzt noch erklären, warum die Pflanze, wie heißt sie? Pando, glaube ich, oder? Ja. Warum die so heißt, aber das wäre ein Spoiler. Deswegen tue ich es nicht. Okay, alles klar. Sehr gut. Weil in dem Namen ist nämlich auch enthalten, was am Ende die Auflösung ist. Das ist, also wenn man sehr viel weiß, dann weiß man es am Ende. Ich wusste es tatsächlich. Bob, was ein Glück, dass wir dumm sind. Richtig. Was ein Glück, dass ihr keine, dass ihr keine Zoologen und oder Dings, nee, in dem Fall, Dings. Na, Dings hier. Hier na, Pflanzenkundler seid. Ja. Was ein Glück. So, jetzt aber. Es ist Zeit für die Droge der Wahl. Jetzt muss man wieder kreativ sein. Habe ich gesehen, weil getrunken wurde gar nichts. Es wurde ja nicht mal Wasser getrunken oder Bier. Oder ich habe auch die ganze Zeit gefragt, was die da unten essen. Wollte ich die ganze Zeit wissen, ob man das essen kann. Aber haben sie nicht gemacht. Ja, doch. Der eine hat auch was gegessen. Ja. Der Jäger. Irgend so eins von diesen Tieren. Ja gut, der Jäger muss ja 25 Jahre lang irgendwas gegessen haben. Ja. Und da wollte ich die ganze Zeit wissen, ob das genießbar ist, weil da ging ich ja noch davon aus, dass es so eine LSD-Welt ist, in der alles ja, total super so strange ist. Herumfliegenden Schmetterling oder was das war, gegriffen und einfach gegessen. Und die ist sehr lustig. Ja. Der Papillon est joli. Entschuldigung, dieses Duolingo. Sehr gut. Das macht mein ich Kopf hab mich krumm. Aber sehr gut, man hat sofort verstanden. Ich habe mich hier in diese Welt über der Erde hineingedacht und mir gedacht, das ist so eine Hillbilly-Gesellschaft, die so ihr eigenes Zeug auch brennen. Obwohl, brennen ist schwierig. Obwohl, doch, ja. Hatten die irgendwas zu verbrennen? Die haben eigentlich nichts verbrannt, oder? Naja, die hatten ja diese Batterien. Beim Brennen geht es auch nur darum, es warm zu machen und das können sie ja mit Strom. Und deswegen habe ich hier Firefly Moonshine, also eben so Hillbilly-Spirituose. Und falls mir das pur nicht schmeckt, habe ich hier noch ein Ginger-Cordial. Aber Firefly ist doch, das ist doch dieses amerikanische Zeug, oder? Dieses ultra-billige. Ja, ja. Das wurde mir damals von meinem kanadischen Curling-Kollegen mal erklärt, das sei so das Zeug, was man an der Tanke holt und sich dann damit betrinkt, so ganz übel. Glück heißt das bei uns, glaube ich. Sowas nee, das ist das aber, glaube ich, nicht. Wäre ich mir nicht sicher. Ja, vielleicht. Hieß es Fireball? Es kann auch Fireball gewesen haben. Vielleicht verwechsel ich das. Ich glaube, dieses Firefly Moonshine, das war bei der amerikanischen Version von Höhle der Löwen, Shark's Tank heißt es, glaube ich. Okay, dann habe ich das vielleicht verwechselt und jetzt gerade. Kommt das, glaube ich, her, aber ich bin mir nicht sicher. Ist halt eins von den wenigen Moonshines, die man hier bekommt. Man kriegt das ja unheimlich schwierig, in Deutschland zu bekommen. Okay, ja, ich glaube, ich meine Fireball. Das ist Blended Whiskey mit Cinnamon. Das ist fies. Kostet die Flasche 13,50.
Oh nee, das ist teurer hier gewesen. Und das ist eine reine Spirituose. Das ist eine ganz klare White Lightning, nennt sich das. Also es ist im Endeffekt ungelagerter Whisky. Völlig ungelagerter. Oder ich, ja, also irgendwie sowas, irgendwas mit Fire. Wo er meinte da, das ist kopfschmerzlich in der Flasche. Also, aber vielleicht verwechsel ich auch irgendwas. Dünnes Eis. Schmeckt es denn? Es riecht wie junger Geneva. Hätte ich jetzt auch gesagt. Es müsste doch so in die Richtung gehen, oder? Es geht auch, ja, es geht halt auch voll in die Richtung. Oh, damit müsste man Sazerac machen. Nee, dafür ist es zu ungelagert. Es ist ja nicht gelagert. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es zum Purtrinken gedacht ist. Okay. Ja, gut, naja, wenn du Sazerac machst, dann schmeckst du halt nur den gesüßten Bitter und das ist irgendwie also ist, blöd. Ist vom Geruch her, ja, wie gesagt, so ein bisschen wie Geneva und vom Geschmack ist es scharf. Also eigentlich ist es nicht genießbar. Ich werde da mal ein bisschen Cordial reingießen. Also ein Gimlet. Ja, ungekühlt. Ja, warmer Gimlet. Das ist sehr so nah. So wie man die früher auf dem Schiff getrunken hat. Genau. Das passt doch zu diesen Hillbillies, oder? Ja, also Eis habe ich bei denen nicht und gesehen. Zu der Schiffsreise, die sie da machen. Stimmt. Nein, in den Bergen gab es schon viel Eis. Das hätten sie sich holen können. Stimmt. Ja. Gimlet wäre sehr nah an dem gewesen, was ich machen wollte. Ich hatte auch schon alle Zutaten hier rüber getragen. Dann habe ich den Cordial aufgedreht und dran gerochen. Und jetzt mache ich Gin Tonic. Weil ich ihn dann in den Ausguss geschüttet habe. Er roch nämlich ein bisschen lackig. Oh, so einen hatte ich neulich auch. Genau, und deshalb habe ich jetzt hier Allgäuer Alpgin, weil ich mir dachte, sowas mit Bergen und so. Zirbe geht auch so ein bisschen in die Pando-Richtung. Und da kippe ich dann jetzt mal entweder Botanical Thomas Henry Tonic oder Schweppes Dry. Ich habe beides hier stehen. Und wenn mir das langweilig wird, ich habe auch noch diesen Bergwelt-Gin aus dem Allgäu, aus irgendeiner Mini-Destillerie in irgendwo im Allgäu, habe ich mal geschenkt bekommen. Das heißt auch Bergwelt, von daher sind wir da auch wieder in den Bergen. Das ist jetzt mehr thematischer Zusammenhang, ja, habe ich nicht hinbekommen. Stefan, was gibt's bei dir? Ich habe jetzt eben gehört, dass der Christoph ungelagerten Whisky trinkt und habe mir gedacht, ach, trinkst du doch gelagerten, den ich vorhin schon geholt habe. Ich war ja ein bisschen spät zur Aufnahme, weil ihr spontan entschieden habt, dass wir früher können. Und ich habe dann schnell eine Flasche Johnny Drum Private Stock gegriffen. Also eine klingt so, als hätte ich mehrere davon stehen. Ja, da steht nur eine. Und jetzt trinke ich hier diesen 50,5% Bourbon. Oh, das ist die viel bessere Wahl als mein Moonshine. Auch weil ich jetzt in der letzten Woche auf BeReal konnte man sehen, mich viel mit so Barthemen beschäftigen musste. Und da taucht Bourbon auch immer wieder auf. Musste? Nee, wollte. Sehr gut. Wohl bekomm's. Cheers. Kapitelmarke. Nächste Kapitelmarke. Achso, da bin ich jetzt dran. Muss ich jetzt mich selber anmoderieren? Also, Mann. Achso, ja, ich war gerade verwirrt, was. Ja. Kein Night Problem. Agent. Stefan, du hast hier reingeschrieben. The Night Agent. Ich ging davon aus, dass es Christoph. Entschuldigung. ja, das habe ich auf Netflix entdeckt. Ach so, ach, auf schön. Netflix. Das ist ja schön. Das ist kein Thema. Ich mache das selber. Das okay, mach einfach Entdeck. Weiter. Leg dich wieder hin. Ich schalte mich stumm und trink mal. Gin Tonic, mach du mal. Ich wollte ja auch was trinken, aber es ist ja ein... Eieiei, ich muss ja einen Monolog mit mir selber führen. Nein, das ist eine Netflix-Serie, die auch in den vergangenen Wochen jetzt irgendwie dauernd auf Platz 1 oder auf den vorderen Plätzen bei Netflix. Echt, hab ich noch nie gehört. Boah, das Zeug ist auch nicht scharf. Aber jetzt sehe ich es gerade. Night Agent heißt es. Night Agent ist heute auf Platz 4 im Moment noch bei Serien. Okay. Stimmt, ja. Sehe ich auch gerade. Ah, das Bild mit der Frau mit dem Sturmgewehr, die ist mir schon mal begegnet, ja. Genau, entweder Frau Sturmgewehr oder Typ vor Explosion vorm Zug. Jedenfalls geht es um einen FBI-Agenten. Ach, das ist mit Olga Kurylenko, oder? Oder verwechsel ich es? Nee, ich verwechsel es. Nee, ich verwechsel es. Das ist, glaube ich, diese andere Serie, oder? Ja, gibt es auch eine Serie. Okay, dann, Entschuldigung, erklär mal, was geht's? Genau, es geht um einen FBI-Agenten, der irgendwie im
in einem Zug eine Bombe entdeckt und ganz viele Menschenleben rettet, weil er irgendwie sagt, ah, Zug anhalten, alle raus, und dann fliegt der Zug in die Luft und stirbt irgendwie nur einer, anstatt irgendwie, dass der ganze Zug stirbt. Und also so eine Untergrund-U-Bahn, so heißt das. Mhm. Und er wird irgendwie als Held angesehen, aber irgendwie auch nicht, weil woher wusste er denn, dass da diese Bombe jetzt liegt? Und sein Vater. Das heißt, die verdächtigen ihn oder was? Ne, er wird nicht wirklich verdächtigt, aber es glaubt ihm keiner. Insbesondere, weil sein Vater eben auch schon sowas, also nicht genau das, sondern sein Vater hat irgendwas anderes gemacht, was nicht richtig rausgekommen ist, wo eventuell es hätte sein können, dass er Geheimnisse verraten oder verkauft hat, und er hat sich aber dann irgendwie das Leben genommen oder hatte einen Unfall, was auch nicht so ganz klar ist. Mhm. Und so nach dem Motto, jetzt ist er, also wie der Vater, so der Sohn. Und er wird dann von der Stabschefin der Präsidentin irgendwie in so eine geheime FBI-Abteilung rekrutiert und sitzt im Weißen Haus an so einem Telefon für Night Agents, die dann anrufen können, wenn irgendwas ist. Und man sieht eben, dass da einfach nichts ist. Der kriegt irgendwie von seiner Chefin dann noch so, ja, hier die und die Akten, bitte die nochmal durcharbeiten und da fassen sie mir das mal zusammen und dies und das. Und dann plötzlich eins nachts klingelt es halt, also er macht irgendwie immer die Nachtschicht. Und da ist eine Frau dran, deren Tante und Onkel, das sieht man auch, also man sieht auch quasi ihren Teil sozusagen, wie sie da bei Tante und Onkel ist. Und da wird das Haus angegriffen und die geben ihr so diesen Zettel, ruft die Nummer an und sagt Night Agent und den Code und das ganze, also dieses Code-Gedöns, ruft die da an und dann rettet er sie, also holt sie da ab und nimmt sie mit und versteckt sie, und dann ist halt Verschwörung im Weißen Haus bis hoch zu Präsidentin, Vizepräsidenten, Stabschef, FBI-Chef, es stirbt hier einer, es ist die ganze Zeit Hochspannung, es ist die ganze Zeit unklar, wer auf der guten Seite ist und wer auf der bösen Seite ist. Es wechselt dann natürlich auch immer wieder so Leute, denen man am Anfang total vertraut, sind dann plötzlich von den Bösen, und die böse waren, die sind dann plötzlich von den Guten. Die Serie ist so genau das, was ich gerne schaue. Christoph, ich glaube, für dich ist sowas gar nichts. Aber ist das, also bleibt das believable, oder hat man das Gefühl, dass diese wechselnden Das ist das Problem. Es wird immer wieder so dick aufgetragen. Genau, herbeikonstruiert. Immer wieder so ein Trumpf aus dem Ärmel gezogen, so ha 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 ha, und ich wusste das ja schon die ganze Zeit, oder so ein bisschen unglaubwürdig. Ja, und der Schluss ist dann halt auch nochmal drei drüber. Okay, also, weißt du, irgendwie, er hat, na, das erzähle ich jetzt nicht, das wäre halt irgendwie den Schluss gespoilert. Aber, ja. Aber macht schon Spaß über die 10 Folgen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist, und es ist halt unglaublich spannend. Also es droht halt die ganze Zeit von allen Seiten, dass irgendjemand auftaucht und ihn oder die Schutzbefohlene sozusagen, also die der angerufen hat, oder eine von Rose seinen. Rose heißt sie wahrscheinlich, oder? Genau, Rose Larkin, genau. Steht hier, ja. Und es droht halt, dass die dann auffliegt, dass, also die werden als erstes auch verfolgt von denen, die Tante und Onkel umgebracht haben. Und also denen, die dann losgeworden sind, dann droht halt die Gefahr eben von der anderen Seite, die quasi innerhalb des Staatsapparats dagegen arbeiten. Ich bleibe jetzt so ein bisschen semi-vage. Klar, ja. Weil sonst halt der Gag, also ein zweites Mal braucht man das halt nicht gucken. Oder wenn man irgendwie weiß, wie es auskommt. Ja, aber also es hat Spaß gemacht. Es war echt spannend. Ich habe es zügig durchgeguckt. Und wer Bock eben auf so Action-Thriller Serien hat, eben auch in diesem amerikanischen White House Umgebung mit FBI und hier die Chefin und da,
Genau das. Klingt so nach einer Serie für dich. Genau, es ist 100% was für mich und ja, es wird dich gar nicht unfassbar langweilen. Ja. Ist vor allen Dingen, er hat es zügig durchgeschissen. Ungefähr, der Aufwand ist ungefähr 8 Stunden, wenn man jetzt so den kurz kannst du die Abspänner abziehen, aber ansonsten sportlich. Mhm. So schnell bist du sonst nicht? Oder wie lange hast du jetzt gebraucht insgesamt? 4 Tage oder so. Wow. Vielleicht 5 Tage. Ja, aber. Ja. Also das für deine Verhältnisse ist schon richtig reingesogen worden, das oder? Das ist echt richtig gut, ja. Ja, oder? Nee, wir waren dann noch weg. Ja, also vielleicht waren es auch 6 Tage, die ich im Endeffekt gebraucht habe, aber oftmals habe ich eben nicht die zweite Folge an dem Abend, obwohl ich noch Zeit hätte, bis ich ins Bett gehen wollen würde, schauen können, weil es mir einfach zu aufregend war. Und ich musste erstmal zwischendurch irgendwas anderes angucken. Jetzt mal atmen. Um mich wieder ein bisschen zu beruhigen. Okay. Oh ja, solche Serien gibt es bei mir manchmal auch, wo ich dann nicht vorankomme, weil es so aufregend ist. Wo ich dann wieder 10 Minuten schaue und denke so, oh, ich kann es kaum ertragen. Ja, genau. Ja. Genau so war das da auch so. Oh, ich bei der neunten Folge habe ich dann auch irgendwann gemacht, so, oh, ich mache jetzt aus. Ich muss das irgendwie wann anders weitergucken. Und dann habe ich halt 9 und 10 am Stück weitergeguckt, weil ich auch wusste, dass 10 eben, also nach Ende von 9 ist vermutlich so ein Cliffhanger, dass du dann 10 gucken willst und genauso war es natürlich auch. Also ich finde es gerade bei vielen von diesen Serien oft so, dass man in der Mitte die Pause machen kann und eben dann auf den Cliffhanger verzichtet. Ja, das also. Ist echt blöd, das, warum die das so schreiben. Haben die wirklich Angst, dass man die 10. Folge nicht schauen würde? Ja, auch zwischendrin, Quatsch. Dass man nicht weiterguckt. Also wenn sie einen haben, haben sie einen und wenn sie einen nicht haben, haben sie einen nicht. Das ist doch einfach ärgerlich. Ja. Aber gut, also ich bin dann halt so, ich gucke dann halt noch ein bisschen, bis der Cliffhanger aufgelöst ist und dann, keine Ahnung, wenn da nichts Krasses passiert, dann mach ich dann halt aus. Aber weißt du, worüber ich mich noch mehr ärgere als über so einen Cliffhanger? Wenn dann Netflix unterbricht und dich fragt, ob du noch weiterschauen willst. Das ist mir noch nie passiert. Mir auch nicht. Das fragen die mich dauernd. Da ärgere ich mich. Ja, ich will noch weiterschauen. Deswegen habe ich den Fernseher noch an, ihr Deppen. Deswegen sitze ich hier. Ich habe erst 5 Folgen geschaut, natürlich will ich weiterschauen. Stell mir nicht so an. Fernseher ist erst 6 Stunden an, was soll das? Sehe ich nach dem Anfänger aus. Ja, genau. Ja, vor allem, wenn du gerade irgendwas, also wenn du zum Beispiel übersprungen hast, gell? Also wenn du Abspann übersprungen hast, aktiv, und dann fragen sich so ungefähr, ob du eingeschlafen bist. Nein, ich habe gerade den Abspann übersprungen, du Arschloch. Ich habe gerade eine Taste gedrückt. Ja. Stimmt, das könnte man eigentlich abfangen, ja. Ist jetzt Polemik. Ich weiß nicht, ob das wirklich so passiert ist, aber so kommt es mir immer vor. Vielleicht ist es wirklich so, wenn ich 5 Stunden die Tasten nicht berührt habe. Aber ich glaube es. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall ärgert es mich. Ich bin immer sehr dankbar, wenn ich um 5.10 Uhr aufwache auf dem Sofa, dass der Fernseher irgendwann ausgegangen ist. Und oder das Handy oder was auch immer ich zuletzt gemacht habe. Gestern zum Beispiel bin ich um 5.10 Uhr aufgewacht, also heute Morgen faktisch. Wow. Und dann habe ich auf mein Handy geguckt und habe festgestellt, oh, 5.10 Uhr. Und die offene App war YouTube. Ich habe irgendein Kaffee-Nerd-Video auf meinem Handy geguckt auf dem Sofa, weil ich irgendwie zu faul war, das auf dem Fernseher zu beamen. Und dann habe ich es auf dem Handy geguckt. Du hast Bits und so gehört oder? Wie kommst du da jetzt? Kaffee-Videos? Nee, James Hoffman habe ich okay. Abonniert, den gucke ich immer. Ja, nee, weil der Basti gerade. Achso, da bin ich noch nicht. Ich bin durch die aktuelle Bits und so noch nicht durch. Oh, Spoiler, es geht um Kaffee am Schluss. Oh, sehr gut. Überraschend. Freue ich mich schon mal drauf. Aber nee, da bin ich noch gar nicht. Geld. Ach nee, du hast keinen Siebträger mehr, ja? Nee, kostet kein Geld. Oder kostet halt viel Geld. Ja, kostet eher viel Geld, wenn es gut ist, weil Siebträger wieder anschaffen steht im Moment auf meiner Liste schon auch drauf. Was heißt wieder? Hattest du schon mal einen oder was? Ich habe eine alte Siebträgermaschine, ja, die ist aber ein bisschen undicht und ein bisschen kaputtlich und benutze ich im Moment nicht. Müsste man jetzt restaurationsmäßig Geld reinstecken, braucht wahrscheinlich eine neue Pumpe und irgendwas ist undicht, keine Ahnung, der Kessel oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dass ich jetzt da nicht nochmal Geld investiere, wenn, dann würde ich mir eine neue kaufen. Die ist doch erst 35 Jahre alt oder so. Ja, die ist, glaube ich, ganz frisch. Mitte 80er oder so. Die ist ein Klassiker, aber sie ist halt alt, ja. Nee, aber ich glaube, wenn, dann würde ich. Kannst du noch an Liebhaber verkaufen? Nerdmäßig dann einsteigen und so ein.
irgendwas hier mit Pitt und so haben wollen, aber naja, das führt jetzt zu weit und ist auch gerade nicht auf dem Investitionsplan. Wenn du gerade sagst, du hättest Kaffee-Dings geschaut, da empfehle ich doch gerade mal einen TikTok-Account oder auch endlich wieder TikTok. Auch auf Instagram, gibt es auch auf Instagram, kennt ihr vielleicht, nennt sich Chef Reactions. Kennt ihr das? Nee. Also zusammengeschrieben, Chef Reactions, gell? Und das ist ein Koch, ein Amerikaner, glaube ich, der so Internet-Koch-Videos anschaut und kommentiert. Okay. Und der ist halt so ultra grumpy und gibt halt so extrem sarkastische Kommentare. Das ist fantastisch. Also zum Teil schaut er auch so Sachen an, die so super gut sind. Also er ist so ein Schokolatier, den schaut er häufig an, der halt immer total fancy Stuff macht. Da ist er halt, also der ist auch manchmal voll des Lobes, aber meistens schaut er halt so, wo irgendwelche Leute rohe Nudeln dann mit Sahne übergießen und irgendeine andere Scheiße noch drauf machen. Und seine Kommentare sind fantastisch. Also ist wirklich sehr empfehlenswert. So sehr grumpy. Ich follow seit jetzt. Sehr gut. Ich habe gesehen, dass auch John Mayer ihm folgt. Das ist schon mal auch was. Auch gerne so Kommentare zu Leuten, die dann irgendwie Essen zubereiten. Dann kommt der Hund, dann füttern sie den Hund mit der Hand und dann ohne die Hände zu waschen bereiten halt das Essen zu und so. Und seine Kommentare dazu sind so fantastisch. Also macht wirklich Spaß. Sehr gut. Ich habe so einen ähnlichen Typen mit Werkzeug. Da weiß ich jetzt leider nicht, wie der heißt. Das müsste ich raussuchen. Können wir da vielleicht verlinken. Der ist irgendwie Handwerker oder so. Ich weiß nicht genau, was der macht, aber der scheint so mit so was wie Flex und irgendwie Gewinde, Bohrer oder so solchen Sachen so handwerklich irgendwas zu machen, beruflich. Und er hat auch einen YouTube-Kanal, aber den schaue ich nicht. Keine Ahnung, ich schaue nur diese Instagram-Sache. Und der hat sich darauf spezialisiert, auf YouTube, auf Instagram immer so, gibt auch diese Kategorie so Life-Hacks, aber halt Tool-Hacks. Mhm. Also Life-Hacks für Werkzeug-Dinge. Wenn du kein XY hast, dann mach doch das. Wenn du keinen Gewindeschneider hast. Die sind immer gefährlich. Die sind immer gefährlich. Das ist immer also, scheiße. Boah. Und er also, macht, ich kenne mich ja jetzt wirklich nicht richtig aus, aber da hätte ich jedes Mal Angst, wenn so Sachen kommen. Ja, ja, er hat da so ein paar Pet-Peeves. Kreissäge so freiführen. Ja, nee. Oder Flex-Scheibe so wie so Zähne reinschneiden außen. Auch gut. Damit sie noch härter sägen kann oder irgendwie so. Und es zerreißt halt die Scheiben so. Und er nennt das dann immer den Finger Remover. Und seine Videos sind immer recht kurz. Dann hat er das Video immer hinter sich und hat sich so greenscreen-mäßig ausgeschnitten und ist so davor. Und dann kommentiert er das, was da hinter ihm passiert. Und am Ende macht er dann immer irgend so einen sarkastischen Kommentar und jedes Video endet dann mit Daumen hoch, there you go. So, wenn er seinen Punkt gemacht hat. Und es ist, die sind immer sehr kurzweilig und ich suche das raus, dann können wir den verlinken. Das sehr gut. Freut mich auch immer. Ja, und Chef Reactions. Der hat so eine ganz tiefe Stimme und kommentiert so, aha, ja, ja. Alles klar, ja. Aber genau so würde ich es auch machen. In Richtung gute Köche, kennt ihr den Notorious Foodie auf Instagram? Nee. Das ist halt das Gegenteil. Also der kocht halt immer ganz schnell geschnitten. Du siehst von jedem Arbeitsschritt halt echt nur so eine Sekunde oder so. Aber er hat dann noch eine ausgiebige Rezeptanleitung in Textform unten drunter. Insofern, wenn du es nachkochen willst, zumindest das Rezept in dem Sinne hättest du da. Und dann ist es so ganz schnell geschnitten, wie er sich irgendwas zubereitet und es ist halt so immer alles ultra richtig gemacht und das ist dann auf jeden Fall Kobe-Rind oder irgend sowas in der Richtung und da muss dann irgendwie oben noch ein Häubchen aus Kaviar drauf, bei ihm ist immer, in fast allem ist irgendwie Kaviar drin und er macht dann immer so ultra dick aufgetragene super Sachen, die aber von dem Handwerklichen, sehen alles super aus, ja. Was da getan werden muss, ist es so, dass wenn du das anguckst und denkst, okay, wenn ich diese Zutaten kaufen würde, ich glaube, ich würde es hinkriegen. Es ist gar nicht handwerklich so schwer. Er nimmt halt einfach nur... Wie heißt der? Notorious Foodie. Und jedes Video, was du da guckst, du hast sofort Hunger und Bock, das nachzukochen. Also wenn du Fleisch magst, weil es ist viel Fleisch drin. Wenn du jetzt Vegetarier bist, dann ist es... Ja, dann ist nichts... Dann sollte man das nicht abonnieren. Aber sofort instant Hunger und instant Neid auf dieses Essen, was er dann am Schluss da hat. Und jedes Video endet damit, dass er sein Küchenhandtuch in die Kamera wirft. Das ist immer sozusagen der letzte Schnitt. Auch sehr, sehr schöner Kanal, wenn man
Kochvideos sehen will. Kurze, schnelle Kochvideos. Cool. Okay. Wir schweifen ab. Wie sind wir da hingekommen? Wir hatten Night Agent besprochen. Also ich hatte Night Agent besprochen und empfohlen für die Leute, die genau sowas gerne schauen. Kann man gut machen. Und dann sind wir abgeschweift. Oder gab es noch irgendwas zwischendrin? Ich glaube nicht. Das weiß keiner mehr so genau. Es ist ja fast schon so wie in der letzten Woche, wo ihr über die gemalten Bilder eurer Kinder gesprochen habt, die ihr irgendwo am Arbeitsplatz dekoriert. Eigentlich ging es ja bei euch um Arbeitsplatzdekorationen. Ich habe jetzt übrigens einen Schreibtischstuhl seit heute. Oh, welcher ist es geworden? Markus von IKEA. Ist sehr bequem. Ah, ist das der mit dem Netz hinten? Heißt genau, okay. Mit dem Netz ziemlich hoch und dem er so nach hinten wippen kann und mit Kopfstütze. Man hat so eine Kopfstütze und so ein bisschen Unterstützung im Lendenbereich. Ich glaube, in dem sitze ich auch. und ich auch. Sehr gut. Aber nicht in hellgrau, oder? In so einem Schwarz. Graublau. Weiß ich nicht. Nee, ich sehe gerade das hellgrau auf der IKEA-Seite. Nee. Dann habe ich eine ältere Version, die hat so einen eher bläulichen Ton. Graubläulich. Sehr schön. Das, übrigens wurde mir zugetragen, dass der von Söder mal thematisiert wurde. Da hat es irgendwie, scheiße, ich krieg das Zitat nicht mehr hin. Da hat ihn irgendjemand mit IKEA Und da ist er wieder weg, wo er gerade über seinen Ministerpräsidenten kräftig lästern wollte. Christoph? Bitte? Oh, bin ich wieder weg gewesen? Du warst wieder weg, ja. Hinfort. Ja, der Söder wurde irgendwann mal angestachelt in irgendeiner Dings mit IKEA. Ich weiß nicht mehr, was es da ging. Und da hat er gesagt, ja, IKEA, toll, da gibt es ja auch den Chefsessel Markus. Und weil er heißt ja Markus Söder, gell? Aha. Und hat sein Gegenüber damals geantwortet, ja, und in dem werden Sie nie Platz nehmen. Da geht es, glaube ich, irgendwie um die Kanzlerfrage oder so. Naja. Ist ja jetzt gerade wieder Thema, gell? Ob er oder der alte Mann von der CDU Kanzlerkandidat wird. Also es wiederholt sich schon wieder. Ist schon wieder Wahl? Naja, das kommt drauf an, ob die Koalition hält. Aber wenn nicht, ist in 2 Jahren Wahl. Also wir sind fast bei der Mitte. Glaube ich. Oder? Na denn. Ich meine. Keine Ahnung. Ja, sie in der Union versuchen es zu vermeiden, das Thema, aber es scheint wohl irgendwie jetzt schon hochzuspülen. Ich sehe gerade, dass dein Markus offensichtlich andere Armlehnen hat als meiner. Offensichtlich haben sie da wohl mal was geändert über die Jahre. Okay. Ja, ich glaube, ich habe auch noch einen etwas älteren. Ja, jedenfalls, ich wollte über was ganz anderes reden. Ich wollte nämlich über das Aufhängen von Kinderbildern sprechen. Christoph, du wolltest vorhin, hast gesagt, du wüsstest um was es geht. Na, ich weiß nicht, um was es geht. Aber es gibt so ein, also meine Vermutung war, es gibt so ein System, was mir dauernd empfohlen wird irgendwie. Mir auch. So per Ding, ja, wahrscheinlich. Und ich dachte mir, meine Idee dazu ist jetzt, als du vorhin gesagt hast, du willst über dieses Thema reden, du hast diese Werbung auch gesehen und du hast dir genau das selber gebaut. Vermutlich, genau das, ja. Ich habe nämlich einen Bilderrahmen gebaut, wo man quasi mit ein so einem Bild, Gummiband drin. Ja, aber ich wollte halt nicht, dass das Gummiband über die Bilder der Kinder geht. Deswegen habe ich quasi dann noch so eine Platte dazwischen gemacht. Das heißt, du machst ein Bild rein, machst dann eine Klappe zu und hast dann hinten einen großen Raum, wo du eben die ganzen Restbilder sozusagen immer dann nach hinten räumen kannst. Aber genau das habe ich gebaut und ich bin entzückt, wie gut es geworden ist. Ich habe leider dummerweise noch kein Foto gemacht, deswegen kann ich es euch auch nicht zeigen, wie es geworden ist. Aber da werden jetzt die Bilder der Kinder, also ich habe erst eins gebaut, das heißt, ich muss noch ein zweites bauen. Das war auch eher so ein Prototyp, es war kein Prototyp, es ist schon richtig gut geworden, also ich für okay. Aber die Gattin hat gesagt, das ist zu groß, weil man sieht ja um das Bild herum noch Rand und das geht ja nicht. Nennt man das nicht Passepartout? Ja, ich habe halt ein weißes Holzbrett genommen, was dann das Passepartout faked. Ja, das Problem ist halt ein bisschen, wenn es an der Wand hängt, dann rutschen die Bilder irgendwann runter. Deswegen muss man da... Das ist blöd, ja. Ja, aber wenn du halt... Deswegen braucht man ein Gummiband. Ja, oder du machst halt einfach Rotation. Wenn du es nach 2 Tagen immer ein neues Bild reinmachst, dann schiebst du es ja immer wieder an die richtige Stelle. Ja, das stimmt. Ja, genau.
Aber man kann sowas aber auch selber lustig, bauen. Oder? Ja. Mit wie wenig Informationen ich wusste, in welche Richtung das geht, ja, weil ich einfach angenommen habe, dass ihr die gleiche Werbung bekommt wie ich. Ja. Was ja auch eigentlich ganz angenehm ist, dass wir die gleiche Werbung bekommen, weil das bedeutet ja, dass sie nicht so personalisiert ist, wie man ja, oder dass sie könnte. Perfekt personalisiert ist, weil sie wissen, wir sind ja mit 40er weil Väter wir alle von gleich kleinen sind. Kind. Von daher kann man also jetzt diese Werbung reindrücken. Ja, du hast recht. Das könnte natürlich auch, genau. Ich habe jetzt auf dem Desktop angefangen, Sachen zu recherchieren. Teilweise auf meinem Arbeitsrechner, so, und wenn ich dann Feierabend gemacht habe, bin ich noch an der Kiste sitzen geblieben und habe noch so ein bisschen weiter gegoogelt und ein, zwei Sachen angeschaut. Und 3 Tage später fing Instagram an, mir Werbung in diese Richtung zu zeigen. Und da dachte ich mir so, das ist jetzt schon auch ein bisschen creepy. Also ja, vielleicht bin ich da irgendwo in meinen Google-Account eingeloggt oder so. Oder ich weiß nicht genau, vermutlich, wie der Weg ist, wie das jetzt gegangen ist. Aber es ist so der Moment, wo du denkst, okay, es ist schon... Ja, aber Google-Account im Firmenrechner, so für Maps oder sowas, damit ja, du halt genau deine Sachen hast und so. Genau, sowas wird es am Ende gewesen sein, ja, weil sonst habe ich, naja, also kann ich jetzt nicht sagen, was Facebook oder so, bin ich definitiv nicht eingeloggt auf dem Rechner. Oder Amazon eingeloggt? Das könnte sein, dass ich da mal was am Amazon bestellt habe in dem Browser, ja, wüsste ich jetzt nicht. Ja, bei mir das Wahrscheinlichste. Ich habe irgendwie ja drei Browser auf der Kiste, weil ich ja auch verschiedene Sachen testen muss und ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, in welchem Browser ich die Recherchen gemacht habe und ich bin in unterschiedlichen Browsern unterschiedliche Sachen eingeloggt, teilweise auch in verschiedenen Accounts vom selben Anbieter quasi. Das müsste ich jetzt über die History dann klären, wenn ich die Kiste mal wieder anhab, aber ich fand es nur faszinierend, so, dass du dann plötzlich siehst in Instagram so eine Werbung in die Richtung von dem, was du 2 Tage vorher auf einer völlig anderen Maschine recherchiert hast und denkst dir so, oh, jetzt weiß es das. Auf einmal jetzt, ab diesem Augenblick bin ich sicher, es weiß das, dass ich mich gerade zu diesem Thema umgucke. Und es ist schon so ein bisschen creepy, vor allen Dingen, weil ich halt überall bei allen Anbietern, wo man so personalisierte Werbung, gibt es ja manchmal so Schalter in den Settings, ob du das in den Datenschutzeinstellungen, ob du das zulässt, personalisierte Werbung zu bekommen oder nicht und dich da tracken zu lassen in irgendeiner Richtung oder ob du das ablehnst. Und wenn es diese Option gibt, lehne ich die immer ab. Aber ja, das scheint das Instagram nicht zu interessieren. Ich meine, das weiß man ja auch irgendwie, dass es so ist, dass es das nicht interessiert. Auch wenn es, glaube ich, sogar in Instagram auch so einen Schalter gibt. Der scheint aber auch nicht so wahnsinnig wirkungsvoll. Wo das auch total blöd ist, ist, wenn du nach einem Geburtstagsgeschenk für deine Frau googelst oder irgendwas suchst und sie bekommt es dann in ihr Instagram reingespült oder irgendwo. Das ist immer blöd. Ja. Ja, stimmt. Aber wieso bekommt sie das dann in ihr Instagram? Teilt ihr euch einen Account oder? Ja, weil die Computer und Tablets und so, das ist doch eine einzige Verwurstung von Accounts. Ja, Tablets ist tatsächlich ein Problem, ja, das ist schlimm. Tablets, dass die nicht multi-user-fähig sind, ja, ist nach wie vor ein Problem. Oh, das wäre nichts für mich, wo ich doch immer 34 Tabs offen lasse und wenn dann jemand kommt und meine 34 Tabs durcheinander bringt, nicht gut. Aber habt ihr kein Tablet, was so im Wohnzimmer auf dem Sofatisch liegt und dann irgendwie von jedem benutzt wird, der da gerade so vorbeihampelt? Wir gönnen uns den Luxus, für jeden eins zu haben. Außer wow, für die Kinder. Also unser Tablet wird hauptsächlich von unseren Kindern genutzt mittlerweile. Und zwar zum Hörspiel hören. Und meinen Sohn zum Duolingo machen. heute Abend. Papa, ich habe nichts mehr zu lesen. Wir müssen morgen in die Bücherei gehen und Bücher ausleihen. Ich habe gesagt, ja, okay. Und weil ich heute nichts zu lesen habe, kann ich dann heute stattdessen Duolingo machen zum Einschlafen. Ich gesagt, du hast es wohl nicht alle. Ja, von mir aus. Hat eine Dreiviertelstunde Duolingo gemacht. Was für ein scheiß Freak, oder? Das kann nicht wahr sein. Von wem hat er das wohl? Sei froh, dass er nicht die Highscore-Listen kriegt in seinem Kinder-Account, sonst würde er dich alle machen. Der wird krass unbeliebt sein in der 5. Klasse. Genau. Englisch again. Ja, genau. Lucius störte den Unterricht und langweilt sich. Könnte sein.
Naja, ja, und wenn wir dann abends was schauen wollen, das ist auch blöd, wenn wir dann irgendwie abends unsere Wikinger-Serien schauen, wo es ja sofort mit Schlachtenlärm losgeht, und wir dann vergessen haben, dass die Kinder Hörspiel gehört haben, und da hören die es natürlich nicht aus den Lautsprechern des Tablets, sondern die haben da so eine kleine Bluetooth-Box stehen. Dann liegen wir im Bett, machen das Tablet an, lassen unsere Wikinger-Serie loslaufen und hören im Kinderzimmer der Schlachtenlärm los. So, ich dachte, die Lautstärke steht nur um volle Pulle, aber es geht dann im, das ist ja noch besser. Es brüllt aus dem Wohnzimmer irgendwie hoch, aber nein. Nee. Ja. Werden die davon wach, eure Kinder? Nö, da werden die nicht wach. In der Regel ist es auch so, dass es im hinteren Kinderzimmer ist, also gar nicht mal in ihrem Kinderzimmer, also in dem, wo sie schlafen, aber nee, da werden die auch nicht wach von. Die schlafen sehr schön. Ja, das ist aber, genau das meinte ich mit Multi-User-Fähigkeit. Also wir haben drei alte iPads hier rumfallen, die auch so alt sind, dass man sie teilweise nur noch für irgendwie, da geht noch die YouTube-App und die Prime-App und das ist es dann. Aber zwei davon sind, glaube ich, auf meinen Account eingeloggt und eins auf den Account meiner Frau. Und die werden halt so durcheinander, wo halt der Akku gerade noch irgendwie Restprozente anzeigt. Das nehmen die Kinder dann, um damit ihre Hörspiele und so weiter oder ihre Kindermusik zu hören. Und dann sitze ich im Auto und höre auf Apple Music meine Roberts Station oder wie das Ding heißt. Da gibt es ja so eine Station. Das ist kaputt. Wenn du Kinder hast, ist das kaputt. Das ist einfach kaputt. Du guckst dann. Dann hörst du dann irgendwie Eric Clapton und danach kommt Pepper Woods. Und die Playmo. Drehst du durch. Ja, Pepper Woods zum Glück nicht, aber da kam heute auf dem Weg zur Kita, habe ich da irgendwas gehört und da kam irgendwie so Musik, die ich okay fand. Und nach so zwei, drei Songs kam dann irgendwie was von Die Eule findet den Beat oder so. Und im ersten Augenblick dachte ich, als die Musik anfing, dachte ich noch so, oh ja, das kenne ich. Ja, natürlich kenne ich das, weil es hier den ganzen Tag hoch und runter läuft. So. Aber so ein paar Sekunden später, oh, das ist eins von diesen Kinderliedern. Ja, ich kenne das, aber ich will das jetzt nicht. Und dann drückst du es weg und dann kommt natürlich sofort Beschwerde vom Rücksitz, weil das war ja jetzt gut. Endlich hat der Vater mal gute Musik gefunden. Genau. Die Beschwerde vom Rücksitz kommen bei uns immer, wenn Shuffle über das, also wir haben zwei solche USB-Sticks im Auto und auf dem einen ist Metal und auf dem anderen ist so eine Mischung an Nicht-Metal hauptsächlich und da ist dummerweise sind auch die Ärzte mit drauf und unser Sohn liebt die Ärzte, aber das meiste von den Liedern kann man halt nicht spielen, also das sind halt nicht kindergeeignet und da springe ich dann immer schnell drüber und dann kommt immer die Beschwerde von, hey, das wollte ich hören, so, nee, das ist noch nichts für dich, so, warum? Ja, dann erklär mal deinem Kind, warum jetzt dieser Ärzte-Song nichts für ihn ist. Weil es da um Tiersex geht. Und dann stehst du nämlich da. Genau, ich muss das mal aufräumen. Ich habe festgestellt, dass die Farin-Urlaub-Platte, die ist tatsächlich ziemlich jugendfrei und klingt ja auch nach Ärzten. Ich glaube, ich werde die mal drauf machen. Also ist, glaube ich, nur ein oder zwei Lieder, die ich dann runterlassen würde. Aber ja, oder du musst halt mal die Ärzte ausmisten und dann nur so harmlose Sachen drauflassen. Ich habe es versucht, ich habe mir zum Teil Ärzte angehört, selbst in harmlosen Liedern singen die dann sowas wie irgendwie, es geht nicht mal ums Flachlegen oder wie heißt es? Dieses Lied, wo sie die ganze Zeit drüber singen, in was, wie harmlos dieses Lied ist und alles wunderbar und es kommt nicht mal vom Flachlegen was drin vor, wo ihr denkt, ah! Ja, aber komm, das ist doch harmlos genug, oder? Das fliegt doch komplett über seinen Kopf hinweg. Vielleicht, ja. Weißt du es? Und wenn er es entdeckt, das ist halt echt. Ja, aber was soll er denn da entdecken? Wir hören immer Monster Party. Das haben wir irgendwie eine Zeit lang. Das stimmt, das ist harmlos, ja. Würde ich denken. Ja. Dann hör halt Schrei nach Liebe. Repeat One. Da wird immer schön Arschloch gebrüllt, das ist super. Das ist super, ja. Da weißt du wenigstens, was kommt. Ja. Ja, aber auch da, bei diesen politischen Dingern, ohne Kontext, ist es halt zum Teil ziemlich schwierig, weil sie halt zum Teil sehr ironisch, als zum Beispiel Lieber Staat, ja, von Farin Urlaub, ist halt ultra ironisch. Ohne Einordnung finde ich es seltsam. Also ich glaube, wir hatten da was Falsches mit drauf. Wir hatten dieses Thema hier schon mal und
Ich glaube auch, das Gespräch hatten wir schon mal. Ich kann nur immer wieder sagen, wie wir als Kinder immer tausend eine Nacht hier von tausendmal berührt von Klaus Lage gehört haben und überhaupt nicht verstanden haben, dass es da ums Vögeln geht. Da habe ich auch viel zu lange für gebraucht, bis ich das verglaube. Das fliegt dir als Sex oder du hast ja noch kein Konzept von Sex und all den ganzen Dingen. Ums Flachlegen, ich glaube, das braucht einfach noch zig Jahre, bis er die Connection herstellt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er das an irgendeiner dummen Stelle mit der anwesenden Schwiegermutter mal in einem falschen Kontext ausplaudert und die dann sehr verwirrt ist, was der Kleine für Sachen redet. Aber der Bär muss gefistet werden. Ja, sowas. Das ist aber auch, ich meine, das ist dann im Zweifel einfach nur lustig, Pech gehabt. Also da will ich mir jetzt nicht zu viel Stress machen. Bis deine Tochter in der Kita sagt, dass der Bär gefistet werden muss. Ja, mei. Die Leute da drüben in dieser Kita, dem muss man mal andere Sachen noch erzählen. Das ist aber noch ein neues Thema. Bei Schrei nach Liebe, ja, dann musst du aber ihm dann eben erklären, um was es in dem Lied geht. Ist jetzt nicht problematisch oder so, aber ist halt anstrengend, gell? Da musst du ihm erstmal das Konzept von Neonazis erklären und so. Da hat er ja gar keinen. Das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Das wird jetzt mein Sohn auch nicht Schrei nach Liebe hören lassen, weil der einfach ohnehin schon zu viel flucht und Schimpfwörter benutzt, die in seinem Alter unangebracht sind. Und wenn er dann hier noch Arschloch schreiend durch die Gegend rennt, das brauche ich jetzt nicht. Von daher, da bin ich bei dir. Ja. Schönes Lied, aber würde ich jetzt meinem Dreijährigen nicht geben. Vielleicht lieber Friedenspanzer. Ja, schon eher. Ich versuche meinen Kindern immer neue Schimpfwörter beizubringen, aber ich glaube, es kommt nicht so ganz an. Also im Moment versuche ich immer, dass ein Schimpfwort Pommesfuß oder Schnitzelkopf sein könnte. Hm. Schnitzelkopf finde ich schön. Schnitzelkopf, ja. Dichte ich Lieder damit und alles, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie das benutzen nicht, anstatt blöder Papa. Schnitzelkopf finde ich gut. Ja, Schnitzelkopf. Sollen wir etablieren. Ja. Also mein nicht ganz Dreijähriger rennt halt manchmal rum und schreit halt immer so Sachen. Ich habe es neulich, Christoph war ja hier. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast? Nee, ne? Also er läuft dann rum und dann, nee. Da. Ich bin so sauer, da kriege ich jetzt einen Anfall. Scheiße. So, und dann wiederholt er das 10-mal. Und manchmal sagt er auch das Wort mit F. Er kann er zum Glück nicht richtig aussprechen. Irgendwie macht er da immer, ich weiß jetzt gar nicht, wie er das betont, aber irgendwie ist es immer so ein bisschen schlecht verständlich, was ihn davor bewahrt, glaube ich, in der Kita unangenehm aufzufallen. Aber und es ist halt 100% meine Schuld, weil ich kriege hier einen Anfall, das sag ich halt irgendwie 5-mal am Tag. Das kann mir nicht vorstellen, nie gehört von dir. Und, aber wie zurückhaltend, ich kriege hier einen Anfall, das finde ich ja schon fast, keine Ahnung, vornehmen. Ach so, ja, okay. Ja, und er saugt das halt auf wie ein Schwamm. Seine große Schwester. Opa Bob. Genau, ja, so weit sind wir noch nicht. Also seine große Schwester hat es nie so in dem Maße wie so ein Schwamm angenommen und bei ihm ist es halt, du sagst das Ding irgendwie ein blödes Wort 2-3 Mal und er hat es sofort parat und trompetet das dann so 30 Mal hintereinander durchs Wohnzimmer, während er rumstampft, wenn er sich über irgendwas aufregt. Er weiß auch immer sofort, dass man diese Wörter fürs Aufregen benutzen muss, wenn man wütend ist. Ja, ist cool, oder so. Wenn er das richtig verwendet, bin ich dafür. Ja, ich weiß, aber ob die das in der und Kita die auch... Die Kleine macht es auch so, dass sie auch alle so Wörter aufnimmt und benutzt. Manchmal richtig, manchmal kreativ. Der Schnitzelkopf. Schnitzelkopf, ja. Fällt mir. Schnitzelkopf und Pommesfuß. Und du kannst dann natürlich alle anderen Körperteile mit anderen Essen noch zusammen montieren. Irgendwie Hamburger Po oder so. Geht alles. Ja, das ist... Das ist mir schon zu fäkal. Brokkoli-C. Das ist im Moment... Blumenkohl-Ohr. Ach so, nee, das gibt's wirklich. Sagt unsere Kleine, wenn du sie fragst, was es heute zum Essen gibt, sagt sie immer Brokkoli. Brokkoli? Was gab's denn bei euch zum Essen? Brokkoli. Gab's schon wieder Brokkoli? Das magst du gar nicht. Brokkoli? Ja, okay. Geiles Wort auch. Übrigens, for the record, hier ist eine Flasche Sipsmith noch aufgetaucht hinter meinem Rechner und jetzt geht es mit dem Gin Tonic hier mit Sipsmith weiter. Sehr gut. Sehr angenehm. Dieser Johnny Drum musste auch schon ein bisschen leiden. Ich trinke hier weiter. Moonshine, ist mir doch egal.
Schmeckt zwar scheiße, schon, aber egal. Ich hatte heute Morgen schon Kopfweh, ich hatte heute Abend Kopfweh, ich trinke weiter Mondschein. Solange der Mond scheint, weiter drauf. Ja. Ach ja. Haben wir noch ein Thema? Ja, Be Real natürlich. Ist Be Real kaputt? Ja, auf jeden Fall ist Be Real kaputt. Ja, wir hatten vor der, kaputt, vor der Sendung oder auch die Tage jetzt festgestellt mit auch einer unserer Hörerinnen, die auch schon geschimpft hat, dass sie keine Benachrichtigung mehr kriegt. Was ist denn, wir hatten nur festgestellt, dass wir unterschiedliche Fehler haben. Ja, zum Teil aber auch gleiche. Wir haben es ja heute bei ihr in den Kommentaren. Genau, also, haben wir bei ihr in den Kommentaren diskutiert. Sorry. Also, was ich hatte, war, dass ich dauernd geschämt werde, dass ich Wiederholungen gemacht habe, obwohl ich gar keine Wiederholung gemacht habe. Mm. Wo ich nicht wusste, woran es liegt. Dann das berühmte Wiederholungsshaming. Genau. Dann hatte ich gestern was, das hattest du, glaube ich, heute auch angedeutet, das hatte ich heute oder gestern oder irgendwie an die Tage, dass das eigene Bild bei den praktisch einfach im Feed vorkommt. Einfach in deinem Feed auftaucht, ja. Fürchterlich. Ja. Ganz seltsam. Scrollst du durch so, was ist denn das? Oh, das bist du. Mist. Ja, ich hatte die Woche auch, dass ich das Foto gemacht habe und in dem Augenblick, wo ich den Text dazu schreiben wollte, ist die ganze App abgestürzt und dann habe ich es wieder aufgemacht und dann war mein Foto weg. Nee, dann war mein gemachtes Foto schon in der Timeline drin. Also ich habe die Timeline dann gesehen und da war mein Foto drin, aber oben war noch der Knopf, dass ich es machen soll. Dann ja, hab ich, genau. Dann habe ich ein neues auch, gemacht und dann war das neue Foto oben in klein, so wie das normalerweise üblich ist und die großen darunter von den anderen Leuten, die schon zu dem Zeitpunkt gepostet hatten und da war meins aber auch noch dazwischen. Und dann wollte ich gucken, ob das jetzt zwei unterschiedliche sind, also ob ich zwei machen durfte, aber da hat er das in der Timeline durch das ersetzt, was ich beim zweiten Mal geschossen habe. Das erste bei dem Absturz ist irgendwie dann überschrieben worden oder so. Es war sehr wirr. Ja, mir ist das passiert mal, da habe ich auch ein Foto gemacht und da ist es nicht richtig übertragen worden und dann hat er immer gesagt, nee, du hast noch kein Bild gemacht, aber du darfst auch keins mehr machen. Ja, genau. Auch das ist super. Auch schön. Und dann kannst du irgendwie so ein paar Sekunden immer sehen, was so in der Timeline los ist und kriegst als Push-Nachrichten, wie die Leute darauf reagieren oder was geschrieben wird. Aber du kannst halt nichts sehen, du kannst nichts angucken. Das ist auch nervig. Geil. Ja, ich hatte auch vor zwei Tagen, da kam es abends und ich habe ein Bild gemacht. Ich glaube, auf dem Weg in die Dusche war das. Im Zweifel bei dir immer auf dem Klo oder in der Dusche, ja. Immer sehr viel nackter genau. Christoph. Und mein Schwippschwager, der war ja zu Gast und der hat das irgendwie geliked oder kommentiert oder keine Ahnung. Und ich habe die Nachricht bekommen von meinem Handy, die Push-Nachricht, dass er das kommentiert hat. Dadurch wusste ich, dass er es schon gesehen hat. Dadurch wusste ich, dass er also auch schon ein BeReal gemacht hat. Ich konnte aber sein BeReal nicht sehen. Also bei mir wurde halt nur angezeigt mein Bild und keine anderen BeReals und dann nach kurzer Zeit ein BeReal von irgendeinem anderen, ich weiß nicht mehr wem, aber eben nicht von meinem Schwippschwager, obwohl ich wusste, dass er eins gemacht hat. Ich habe ihn dann auch gefragt, so hier, hast du schon Dings gemacht? Ja, ja, klar. Habe ich gesagt, ja, hatte ich auch das Gefühl, aber ich kann es nicht sehen und auch euch und ich musste dann die ganze Nacht warten und bis morgens kamen dann die BeReals rein. Es war echt seltsam. Also was Ähnliches hatte ich. Kamen eben auch nicht alle auf einmal, sondern so nach und nach. So was Ähnliches hatte ich mit Kommentaren, dass ich glaube, bei der Christiane kommentiert hatte und jemand, und da war ein Kommentar, also da war ein Kommentar und auf den hatte ich geantwortet oder zumindest im gleichen Sinne geantwortet und dann kam ein dritter Kommentar und als der dritte Kommentar kam, waren die oberen beiden nicht mehr sichtbar. Und der dritte bezog sich aber inhaltlich ganz klar nicht auf meinen, aber auf den über meinem. Und für mich waren dann alle, also diese beiden oberen, die kamen auch nie wieder in den 24 Stunden oder wie lange das dann war. Aber es war halt ganz klar, die müssen schon mal online gewesen sein, weil der dritte Kommentar bezieht sich ja darauf. Also die sind definitiv gepostet und durchgegangen und waren schon auf dem Server. Ich habe den ja auch gesehen. Und danach waren die dann weg und dann kamen die auch nicht mehr wieder. Ich habe den dann nicht nochmal gepostet, weil ich dachte so, vielleicht sehen die anderen Leute den ja noch, nur ich sehe ihn nicht mehr. Aber vielleicht war der dann noch für alle weg, keine Ahnung, das kannst du ja dann nicht beurteilen. Also das ist irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, rein aus technischer Perspektive, ist es aber auch eine saudumme Idee, eine App zu programmieren,
wo du jeden Tag automatisch eine unfassbare Lastspitze produzierst auf deinen Server. Ja, das ist schon irre. So rein konzeptionell, so das chillt den ganzen Tag, dieses Server-Array, ja. Und muss dann aber immer, vielleicht skalieren sie es automatisch hoch in der Cloud kurz vorher, weil ich meine, sie wissen ja, wann sie das auslösen. Skalieren sie, würde ich jetzt zumindest so machen, wenn ich das steuern müsste. Würde ich es irgendwie automatisieren, dass du sagst, okay, tagsüber sind es irgendwie 5 Server und dann machen wir mal 35 Server draus oder 100 oder wie viel auch immer, wie viele User sie haben. Und dann hauen wir die Notification raus, dann stürmen die alle und danach können wir es dann so langsam runtertapern wieder. Aber so rein konzeptionell vielleicht nicht so die geilste Idee. Rein inhaltlich schon, aber technisch schon eine Herausforderung. Und dieses, dass so Sachen verschwinden und du postest was und wenn du 5 Minuten später wieder reinguckst, so aus technischer Sicht würde ich sagen, das ist so Synchronisations-Issues in so einer Load-Balancing-Farm von Rechnern. Weißt du, wenn du dir vorstellst, du hast 10 Server und die User stürmen diese 10 Server und irgendein davor geschalteter Load-Balancer sagt quasi den Request, du lässt dich mal bitte von diesem Server da behandeln und du lässt dich von diesem Server da behandeln und du lässt dich bitte von diesem Server behandeln, sodass die Last verteilt wird auf mehrere Maschinen, dann müssen die natürlich im Hintergrund irgendwie einen gemeinsamen Datenstand benutzen oder sich möglichst schnell synchron halten. Und wenn da irgendwas im Arsch ist bei dieser Synchronisation und der eine Server hat den Kommentar bekommen und hat ihn abgespeichert, aber die anderen sehen ihn nicht, weil die Datenbank im Hintergrund nicht synchron ist oder was, weiß der Geier, wie das architekturell gemacht ist bei denen. Aber so nach sowas riecht das für mich irgendwie, dass da so Syncing-Issues in dem Kubernetes-Cluster oder was auch immer sie da benutzen, drin sind und das irgendwie, da muss ja, man, scheint irgendwas kaputt zu sein, muss ja. Mal so ein Architekt nochmal drüber nachdenken, ob das alles so richtig aufgestellt ist. Ja. Ich hatte letzte Woche, war ich ja unterwegs in Kaiserslautern mit dem geschätzten Hörer, was denn? Nicht nur in Kaiserslautern. Du bist ja schon beim nächsten Thema. Nee. Ich hatte mich... Nee, ich also wollte jetzt weiter von Be Real erzählen, aber du kannst auch. Okay, weil ich habe auch eine Anmerkung zu dem, was der Bob gesagt hat, weil du gesagt hast, was weiß ich, wie viele User das sind. Es sind ungefähr 10 Millionen aktive User. Oh, wow. Okay. Dann reichen 35 Server nicht aus. Dann sind wir da in einer ganz anderen Größenordnung. Ja, das, ja klar, da, aber dann ist die Lastspitze auch unfassbar. 10 Millionen, gut, die sind vielleicht in unterschiedlichen Zeitzonen ja, weltweit. Ja, trotzdem. Genau. Zeitzone, aber allein die Zeitzone, sagen wir mal, Mitteleuropa, gell, wie groß, also England mal außen vor gelassen, ja, geht die ja von. Südamerika. Ja, genau. Das ist schon krass. Das ist eine französisches Ding, ne? Be Real. Hatte ich mal irgendwo. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein französisches Netzwerk. Ist mal ausnahmsweise nicht aber amerikanisch, glaube ich. Stefan, was hast du im Saarland an BeReals gemacht? Nicht im Saarland, in Kaiserslautern. Aber ich war mit dem Geschäft. Die gleiche Richtung. Von hier aus ja, aber ist natürlich was ganz anderes. Nee, ich war mit unserem geschätzten Hörer Willems beim Fußball unterwegs. Und da hatten wir das große Glück, dass BeReal genau dann kam, als im Stadion auch was passiert ist. Das Problem war, das Netz war halt einfach, weiß nicht, wie viele Leute da waren, 50.000 oder 49 irgendwas. Mhm. Und wenn die natürlich alle gleichzeitig Be Real machen, dann wird es halt schwierig. Oder, weiß ich nicht, nach Hause schreiben müssen, wie toll das Spiel gerade läuft oder irgendwas nachgucken. Du kriegst halt kein Bild raus. Also ich meinte es dann abends auf dem Heimweg irgendwie dann endlich übertragen worden. Obwohl ich es gemacht habe, mit 10 Minuten Verspätung mitten im Stadion. Mhm. Ja, wird dann angezeigt, also wirst du geschämt oder steht dann da 10 Minuten oder steht dann 2 Stunden drüber? Nee, 10 Minuten. Ah, das ist cool. Ja, also mir wurde 10 Minuten angezeigt, kann natürlich sein, dass dem Rest irgendwie 8 Stunden angezeigt wurde oder sowas. Das weiß ich natürlich jetzt nicht mehr. Mir wurde heute 1 Stunde 20 eingeräumt. Hä? Wie? Zum Fotos machen, gell? Ja, zum Fotos machen. Stimmt, das ist auch noch so ein Problem. Ja. Wobei ich nicht sicher bin, ob das vielleicht ist die Zeit, die man zu spät ist. Ja, das hatte ich auch, dass das hochgezählt hat. Wenn du in den 2 Minuten. Normalerweise nicht gemacht wurde. Genau, wenn du in den 2 Minuten bist, dann zählt er runter und danach hat er gar nichts gemacht und jetzt zählt er, glaube ich, hoch. So, okay, du bist jetzt auch 50 Minuten zu spät. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe nur gedacht, es sind 3
drei Ziffern mit zwei Doppelpunkten getrennte Blöcke. Und, ja, ja. Und da, die letzte hat sich im Sekundentakt bewegt. Ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, nicht darauf geachtet, ob die hoch oder runter gezählt. Ich habe nur gedacht, dann sind das andere Minuten und Stunden. Warum ist denn das so eine unfassbar riesige Zahl? Früher zählte das von zwei Minuten runter. Aber das auch von der UI-Entscheidung an dieselbe Stelle denselben Timer machen zu lassen, ist auch ein bisschen eigenartig, oder? Ja, vor allen Dingen, sie wollen dich ja auch so dazu zwingen, dass du innerhalb von zwei Minuten das Foto machst. Ja, dass du eben. Also selbst wenn du es eine Stunde zu spät machst, hast du dann, wenn du es versuchst, zwei Minuten Zeit und nicht unendlich. Genau, weil sonst fängst du nämlich wieder an und komponierst eine halbe Stunde hin und baust Beleuchtung auf und so weiter und das sollst du ja alles nicht. Ja, genau. Ja. Ja. Ich muss jetzt aber ganz kurz nochmal vom Fußball erzählen. Ich weiß, Christoph, dich interessiert das in feuchten Leben. Aber es war richtig geil. Also wir haben uns, glaube ich, seit 10 Jahren vorgenommen, dass wir ja mal zusammen eigentlich mal Fußball gucken könnten. Eher für Kaiserslautern und ich dann für irgendeinen Verein, der hier bei uns in der Gegend spielt. Ob wir jetzt zum FSV Frankfurt gehen oder zur Eintracht, als sie noch in der gleichen Liga gespielt haben. Oder, weiß nicht, Mainz, obwohl da kriegt man vermutlich gar keine Karten. In welcher Liga spielt dann Kaiserslautern? In der zweiten Liga. Und ist und da die Eintracht? In der ersten. Ah ja, okay. Genau. Und der wir FSV haben jetzt eben nicht mehr in der zweiten, sondern der zwei, der way down. Weiß ich nicht, wo der ist. Ja, genau. Nee, aber es gab auch eine Zeit lang, als ich in Wiesbaden gewohnt habe, da hatten wir es auch schon mal fast geschafft, aber da kam dann irgendwas dazwischen, dass sie gegen Wiesbaden gespielt hätten. Oder haben, aber wir haben es irgendwie nicht geschafft, das gemeinsam zu gucken. Jedenfalls haben wir gesagt, habe ich gesagt, so ist jetzt egal, such mal irgendein cooles Spiel raus, ich komme dann und dann gucken wir uns das zusammen an. Und es war der HSV da, also Hamburger Sportverein, die gerade um den Aufstieg in die erste Liga spielen. Und Kaiserslautern ist auch auf Platz 5, hat jetzt einige Spiele nicht gewonnen gehabt. Und ja, es war schon ein richtig, es ging um was bei dem Spiel. Also Highlight, es war auch irgendwie um 20.30 Uhr ging es erst los. Also ein Abendspiel mit Flutlicht. Und auf dem Betzenberg, es war richtig geil. Er hat vorher gesagt, so hier, sei früh da, damit wir dann auch noch rechtzeitig irgendwie da reinkommen. Die haben ein bisschen, die waren ja zwischenzeitlich in der dritten Liga, mussten viel am Personal abbauen und so. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Einlass und so weiter. Und wir waren halt mega früh da und sind dann da rumgelaufen, haben uns alles angeguckt und ja, irgendwie eine Stunde vor Beginn war halt der Fanblock, den wir sehr gut sehen konnten, schon gerappelt voll und die haben schon angefangen zu singen und so. Es war echt, war richtig gut. Es war eine Choreo an dem Tag eben vor Spielbeginn. Es, geile Stimmung. Und dann war es halt noch ein richtig gutes Fußballspiel. Also man hat richtig gemerkt, das sind zwei Mannschaften, die sind auf dem Weg in die erste Liga, die geben Vollgas, die schenken sich nichts. Ja, und am Schluss hat Kaiserslautern 2-0 gewonnen. Das ist natürlich immer schön, wenn du dann auch quasi für die richtige Seite hältst oder da bist und die richtige Seite gewinnt. Das war also ein sehr, sehr runder Abend in Kaiserslautern und eben mal auf dem Betzenberg gewesen. Also das ist sehr gut, ja. Cooles, also echt ein geiles Stadion. Ich glaube, das habe ich schon zum Willems gesagt, so, ich komme wieder. Das war jetzt nicht das letzte Mal. Und mein Cousin, der mich hier über Apple-Dings orten kann, schreibt mir einfach aus dem Nichts so, du bist auf dem Betzenberg. Boah, wie cool. Viel Spaß bei dem Spiel heute Abend. Und da haben wir ausgemacht, das nächste Mal, wenn ich dahin fahre, möchte er auch unbedingt mitkommen. Sehr gut. Also, auch Fußball interessiert natürlich. Ja. Also, ich glaube, ich hatte es hier schon mal erzählt, die Anekdote. Ich war mal beim FSV gegen Kaiserslautern hier in Frankfurt, als die noch in derselben Liga spielten, das ist viele Jahre her. Und da habe ich quasi miterlebt, was du gerade sagtest, der Fanblock ist voll und die sind schon am Choreo machen und am Singen und so weiter. Es kamen gar nicht so wahnsinnig viele Lauterner. Und die Ecke da im Frankfurter Stadion hier in Bornheim am Bornheimer Hang ist auch gar nicht so wahnsinnig groß. Also lasst es ein paar wenige hundert Leute gewesen sein, die da auf diese eine Ecke, die für die Auswärtsfans zugewiesen ist, draufpassen. Aber die standen da und haben das ganze restliche Stadion niedergesungen in einer Art und Weise, wo man merkt, dass da einfach sehr viele Jahre erste Liga-Fantum dahinter steckt. Das ist eine krasse Fanbase. Ja, also. Und der FSV ist halt irgendwie so,
ja, da ist dann irgendwie hier die Oma und die hat dann noch den Zings mitgebracht und dann macht man in der Kurve noch einen Kuchen auf und so. Das hat auch alles irgendwie seinen Charme, aber so halt keine Chance gegen die andere Seite. So, die haben einfach alles niedergesungen. So, die ganze Stimmung war im Grunde ein Heimspiel für Lautern in Frankfurt. Ja. Und ja. Da stehst du dann daneben und denkst dir, das ist jetzt auch irgendwie für die Spieler, also unsere Spieler in dem Fall, ist das doch auch jetzt irgendwie blöd, oder? Sie sind hier zu Hause, aber die anderen sind halt einfach viel organisierter, sind halt so richtige Hardcore-Fußballfans und unsere sind halt so, ja, das ist hier mal so ein Ausflug und nebenher spielen dann auch irgendwelche Leute Fußball, wie die heißen, weiß ich auch gar nicht so genau. So kam einem das irgendwie vor. Ja, kann ich mir vorstellen. Und ich nehme mich ja da nicht aus. Ich war ja da auch nur so Tourist-Fan, der da so mal reinspaziert ist und sich das mal anguckt. Ist auch Frankfurt. Ach, guck mal. Genau. Ach, ja. Ich war ja das durch. War ja bei dir früher um die Ecke, gell? Ja, ja klar. Ich konnte da runter. Also ich habe die ja gehört, wenn ich das Fenster offen hatte, habe ich das Stadion ja gehört aus dem offenen Küchenfenster. Ja, dann gehst du da halt mal hin und klar, stehe ich da jetzt auch nicht und mache irgendeine Choreo. Insofern bin ich ja vollkommen mitschuldig, aber ja, für den Choreo brauchst du einen richtig krassen Fanblock. Eben. Aber, ja. Nee, aber hier war es halt so, dass auch die HSV-Fans laut waren und richtig Rabatz gemacht haben. Die haben natürlich dieselbe. Also, die haben ja auch. Der Block war randvoll, die haben auch eine Choreo gemacht. Dann haben diese Idioten da hier ihre Pyrotechnik abgefeuert und Raketen ins Stadion geschossen und so. Das war echt nicht so geil. Aber ja, gut. Für manche scheint es dazu zu gehören. Ich verstehe es nicht. Mein Bruder hat jetzt gerade ein Foto geschickt. Der ist in Toronto beim Baseball gewesen. Warte, in Toronto? Ja, da muss ich ja sagen, da wird mir das Gesicht einschlafen. Ich glaube, ein ganzes Baseballspiel im Stadion, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. So langweilig. Ich habe schon zwei gesehen im Stadion. Echt? Und als das Entscheidende passiert ist, war ich gerade mit meinem Bruder Getränke holen. Da passiert das ganze Stadion rastet aus und wir stehen da so, ja, zwei Cola bitte. Blöd. Komisch, warum ist denn da keine Schlange? Naja, das kann doch auch keiner vorher wissen, wann da was Entscheidendes passiert. Von daher. Nee, Baseball nur gut, wenn Enrico Palazzo singt oder Frank Drebin ermittelt, aber das ist... Also im virtuellen Raum. Deine Lieblingstrilogie. Absolut. Ja, so. So viel zu Be Real und Fußball. Ja, aber müssen wir nochmal auf Saarland zurückkommen. Also, und wir haben jetzt nicht ganz verstanden, wie das sein kann, dass du irgendwie Wochen, gefühlt Monate lang im Saarland warst. Ja, es war ja wochenlang im Saarland. Also ich war in Kaiserslautern. Ja, der arme Willems. Wochenlang hast du mit Willems auf der Haut geschlafen. Du hast uns Fotos geschickt, wo du mit Willems drauf warst. Damit ist in unserem Kopf automatisch verknüpft, du bist im Saarland. Ob du jetzt in Lautern bist oder nicht, genau, ist mir egal. Eine Woche später schreibt er wieder aus dem Saarland oder immer noch aus dem Saarland. Okay, es scheint irgendwie eine längere Sache bei Willems zu sein. Ich wusste gar nicht, dass die beiden so eng sind. Aber gut. Ich muss nicht alles wissen. Nein, der zweite Besuch im Saarland habe ich ihn nicht belästigt. Ich habe euch und ich glaube auch hier in der Sendung schon erzählt, mit der Formation, quasi mit der letzten erste Liga-Formation, mit der wir dann abgestiegen sind, haben wir es uns zum Ritual gemacht, einmal im Jahr gemeinsam ins Centerpark zu fahren. Und das war am Anfang auch quasi, weiß ich nicht, irgendwie 11 von, weiß nicht, 20 Leuten oder vielleicht waren wir auch 12 oder 15. Die dann gemeinsam gefahren sind und es war mehr so eine, ja, nicht Junggesellenabschied, aber es war halt schon irgendwie, man trank vielleicht auch Alkohol und zu viel und machte Party und im Schwimmbad war man auch nicht die beliebtesten. Mittlerweile ist halt so, dass noch vier von den damaligen Tänzern übrig geblieben sind. Ein Pärchen, das sich auch da in einem dieser Centerparks auch Ausflüge gebildet hat. Oder gefunden hat. Und eben noch ein weiterer und ich. Und wir haben dann jeweils natürlich unsere Frauen mitgenommen und die Kinder. Das heißt, wir waren sechs Erwachsene und vier Kinder und haben dann einen gemütlichen Ausflug ins Centerpark gemacht. Und es ist immer, also war schon immer so, wenn wir da sind, dass es irgendwie,
möglichst gechillt ist. Also es gab Zeiten, wo wir eben noch nicht Kinder hatten, wo es dann auch, wo wir es gar nicht mal ins Schwimmbad geschafft haben, weil es einfach zu anstrengend war. Wir hatten ein Haus, wo so ein Whirlpool war, und dann saßen wir dann in diesem Whirlpool drin und es hat uns dann gereicht. Jetzt waren wir natürlich wieder in dem Schwimmbad und ja, nicht nur die Papas waren wild schwimmen, auch die Kinder haben große insbesondere Rutschen. Es war jetzt einem, wo es keine so eine Wildwasserrutsche gab. Aber dafür ein Wellenbad. Ein Wellenbad gab es und es gibt so normale Rutschen, also zwei mit Ringen und eine so zum einfach nur Rutschen im Sitzen sozusagen, ohne Ring. Und ja, meine Mädels haben, glaube ich, die Begeisterung für Wasser von meiner Frau und mir, die wir beide das auch als Kinder schon hatten, geerbt. Und ja, auch die jetzt fast Zweijährige musste sich jede Rutsche mit mir runterstürzen. Und Papa, schnell! Okay, wir rutschen schnell darunter. Und es ist ihr egal, dass sie am Schluss dann eine Riesenladung Wasser ins Gesicht kriegt, auch bei der Großen. Es ist, ja, und zwar ein, wie immer, sehr entspanntes Wochenende im Saarland, wenn es auch hin und wieder geregnet hat. Aber wir haben es gerade noch so geschafft, unsere Würstchen zu grillen, bevor es dann richtig der Schutt runterkam. Ich glaube, die in der ersten Runde nicht draufgepasst haben, die mussten wir dann im Regen holen. Aber gut, das ist dann auch auszuhalten. Ja. Ich finde, es ist einfach ein angenehmer Ort, um irgendwie mit so einer Clique hinzufahren, weil man irgendwie genug Platz hat. Also wenn man ein bisschen entsprechend Großhaus nimmt und man da einfach, ja, man hat ein Ziel, man kann was machen und ja, ist ja schön. Die Kinder haben dann irgendwo so elektrische Fahrzeuge entdeckt, die sie selber fahren konnten. Warte mal, ich guck mal, ob ich ein Foto euch schicken kann. Ja, sowas gab es im Allgäu doch auch, so Geländewagen und so. Ja. Oder? Kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Jedenfalls sind wir dann mit diesen Dingern, sind die durch den Park gefahren. Ups. So. Genau, die beiden Großen haben dann so einen Jeep gehabt, den sie auch, wo sie auch wirklich selber lenken konnten. Und die Kleine saß in einem pinken Beetle Cabrio, wo es aber eine Fernsteuerung gab. Das heißt, du bist hinter der hergelaufen. Sie hat da drin gesessen, so getan, als würde sie fahren. Aber in Wirklichkeit hast du das wie ein ferngesteuertes Auto von hinten gelenkt. Sehr cool. Oh, ich erinnere mich an diesen Weg, ja. Aber diese Fahrzeuge, die gab es damals, glaube ich, noch nicht, als ich dort war. Oder sie waren... Ja, doch, im Allgäu. Die Geländewagen kenne ich aus dem Allgäu. Oder sie waren weggeräumt, weil es März war und alles war matschig. Ja, das kann sein. Also die wirken auch sehr frisch, dass die da gerade erst raus sind, auch wenn der Spiegel bei der Kleinen schon fehlte und sie den anderen auch noch abreißen wollte. Das muss symmetrisch sein. Lass den Spiegel dran, fahr, guck auf die Straße. La, 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 wir waren neulich in so einem Baumarkt, in so einem Möbelmarkt, aber nicht Ikea, sondern ein anderer, und da gab es auch solche elektrischen Fahrzeuge, im Grunde wie das Pinke, was du uns hier gerade geschickt hast, so diese Ein-Personen. Zum Kaufen oder was? Ja, zu kaufen, genau. Und mein Sohn hat die gesehen, ey, der war da nicht mehr wegzukriegen. Der hat sowas noch nie vorher aus der Nähe gesehen oder irgendwie wissen können, was das ist oder sowas mal fahren sehen oder so. Also, und trotzdem hat der mit seinen fast drei Jahren sofort verstanden, dass das quasi an ihn adressiert ist, und war da nicht mehr aus dieser Abteilung zu entfernen und wollte uns unbedingt davon überzeugen, dass wir für viele hundert Euro so einen Teil kaufen sollen. Was wir nicht getan haben. Aber es gab ein bisschen Gebrüll, um ihn da wieder wegzukriegen. Das kann man mir vorstellen. Ja, man braucht halt echt einen Platz und Weg und alles Mögliche. Also, du brauchst ja, halt ganz ehrlich, also er soll lieber Laufrad fahren und sich bewegen. Also, er muss ja nicht in so einem elektrischen Fahrzeug. Ja, das stimmt. Also am Arsch. Ja. Die Waldfee im Urlaub von mir aus, aber nicht für kaufen. Ja, nee. Ich habe heute übrigens, wo wir es gerade von kleinen Fahrzeugen haben, ich muss jetzt mal kurz abschweifen. So weit kommt's noch. Ich habe mich heute ein bisschen aufgeregt, also nicht nur ein bisschen. Ich versuche ja gerade einen Geschäftswagen zu kaufen, und zwar irgendeinen Kleinstwagen, ja, also ab oder sowas, und war heute in verschiedenen Autohäusern, und da wurde mir in allen, bis auf einem, gesagt,
Ja, nee, Kleinstwagen werden nicht mehr gebaut. Nee, der Ab, nee, den gibt's nicht mehr. Echt? Twingo? Nee, ja, elektrisch gibt's noch ein paar, aber den Verbrenner, nee, den bauen wir gar nicht mehr. Kleinstwagen werden allgemein nicht mehr gebaut. Ich so, hä, wie, warum werden keine Kleinstwagen mehr gebaut? Ja, das rentiert sich für die Autofirmen nicht. Ja, für bei, ja, das kann, bei Elektro ist das leider. In welcher beschissenen Zeit leben wir? Bei Elektro ist das leider wirklich so. Nee, nicht Elektro. Okay. Bei Verbrennern. Es werden keine Verbrenner-Kleinwagen, es werden keine Benzin-Ups mehr gebaut. Und Twingos. Stell dir mal vor, wie lange es Twingos gibt, 30 Jahre oder so. Also ist, die haben halt gesagt, die Dinger sind zu billig und deswegen rentiert sich das nicht für die Firmen. Und es ist halt politisch nicht gewollt, wo ich mir denke, also wenn was politisch gewollt ist, doch, dass die Leute in kleineren, sparsameren Autos fahren, oder? Also, das sollte jedenfalls politisch gewollt sein. Das sollte gewollt sein. Die Frage ist, wen du da fragst. Wenn du Herrn Wissing fragst, dann ist das, der will ja, ja jetzt richtig, Unfallflucht richtig. Zur Ordnungswidrigkeit machen. Nee, ist ich, doch, oder? Also ist bei, doch krass. Ich hab gesagt, das gibt's, was für eine Scheißzeit leben wir denn? Haben die es immer noch nicht kapiert, die Boomer? Also, das gibt's doch gar nicht, oder? Also ich glaube, der Punkt von den Autoherstellern ist einfach gewesen, jetzt in den letzten 2 Jahren mit dieser massiven Teileknappheit, dass sie halt merken, dass sie die Autos, also dass sie quasi weniger Autos verkauft kriegen, weil sie nicht produziert kriegen, weil sie keine Teile rankriegen. Das ist jetzt, Stand heute, wahrscheinlich nicht mehr so das Problem, aber bis sich das halt so wirklich durch die komplette Supply Chain ausgewirkt hat und bis auch, sagen wir mal, der ganze Overhang von der Vergangenheit abgearbeitet ist, die ganzen Bestellbücher leer sind, wird es halt noch ein bisschen dauern. Aber für diese Pandemiephase hatten sie halt das Problem, sie kriegen den Scheiß nicht ran. Demzufolge können sie die Autos, die eigentlich bestellt worden sind, gar nicht bauen. Und deshalb brechen ihnen die Umsätze weg. Und was du dann als Unternehmen halt machst, rein kaufmännisch gedacht, jetzt nicht auf Umwelt und was sein sollte und was gut und vernünftig wäre, was du dann halt tust, ist, du baust halt weniger Autos mit den Teilen, die du hast, weil du hast halt nun mal nur die Teile, die du aus China kriegst. Und mit denen baust du große und zwar auch hoch ausgestattete, teure, weil da ist die Marge größer. Genau. Und du baust also jeden Dreck ein, den du irgendwie hinkriegst von den ganz teuren Extras, irgendwelche komischen gedämmten Scheiben und keine Ahnung was und Glasdächer und all den ganzen Scheiß, der nicht auf Silizium angewiesen ist. Oder auf China-Zeug. Glasdächer schon. Ja, okay, aber ich sag mal so, ja, du baust halt alles ein, was du irgendwie reinkriegst mit den Teilen, die du hast, aber viel Ausstattung und viel Zeug, damit die Dinger teuer sind, damit du über die hohe Marge dein Umsatz, den das Unternehmen machen muss, damit du deine Leute halten kannst und irgendwie die Bottomline noch halbwegs stimmt. Klar, jetzt machen die trotzdem Gewinne und so weiter. Insofern, da kann man mit Fug und Recht drauf rumhauen. Aber das ist, was gemacht wurde. Und deshalb sind kleine Autos, funktionieren da halt nicht. Weil wenn du ein kleines Auto mit deinen paar Chips, die du hast, zusammenbaust, machst du halt wenig Marge, baust die Chips lieber in das andere Ende des Lineups ein. Und deshalb ist es leider so. Liegt halt daran, ja, aber man könnte das ja politisch bestrafen einfach. Gell? Ja, das ist ein völlig anderes Thema, klar. Wir besteuern Hubraum massiv und von mir aus auch Benzin noch stärker. Dass es einfach wehtut, wenn du große Autos fährst und dass es massiv wehtut. Also ich glaube da einfach nicht dran, dass man dann immer noch die Falschen trifft, sondern ich glaube, das führt dazu, dass die Leute andere Autos kaufen. Weil die Leute müssen einfach davon wegkommen, dass es normal ist, ein Audi Q-Schlag mich tot zu fahren. Hier auf der normalen Straße. Gell? Das ist einfach Bullshit. Die sollen einfach, wenn sie von hier nach Aschaffenburg fahren zum Pendeln, dann sollen sie verdammt nochmal einen Twingo fahren und eben nicht einen riesigen SUV. Also, und da muss man sie halt dazu zwingen. Also diese Stadtpanzer sind schon teilweise echt, also neulich fuhr wieder so ein BMW vor mir, der irgendwie so auch SUV, aber dann halt 500 PS ja, und so. Also ja, als Coupé, einfach in so einer Coupé-Form, wo man halt weiß so, ja, Kofferraum hat der trotzdem nicht, weil allein die flache Dachlinie gibt das nicht her. Der ist also einfach nur hoch und breit und absurd. Und dann, wenn du dann siehst, wie sie damit fahren, weil sie die Breite des Fahrzeugs nicht einschätzen können und Angst vor dem rechten Straßenrand haben, schlimm. Fahren sie faktisch die ganze Zeit
weit über der Mittellinie. Auf der Mittellinie. Ja, und ja, sehr gut. Und wenn sie dann einen Fahrradfahrer überholen, der da ist, dann kommt natürlich in dem Augenblick Gegenverkehr. Da können sie dann die rechte, die rechte Kante auch wieder nicht einschätzen und sind deshalb brutal zu nah an dem Fahrradfahrer. Weil hinter dem Fahrradfahrer bleiben ist ja natürlich keine Option. Der muss dann in dem Augenblick überholt werden. Und du siehst schon dahinter und denkst dir, die arme Fahrradfahrersau, ich habe jetzt wirklich Mitleid mit ihm oder ihr. Weil es halt wirklich hart geschnitten wird und man möchte eigentlich schon fast wieder Video machen und das irgendwie irgendwem schicken. Es ist teilweise wirklich nicht schön anzuschauen. Doch so eine 30er-Zone wie bei uns, da muss man sich ja nur dran halten, wenn man kleine Autos fährt oder die Polizei in der Nähe. Ja, genau. Ja. Ja, bei mir hier ist auch 30er-Zone gegenüber beim Kindergarten. Und das Problem ist, wir haben ja hier diese große Baustelle und die Baustellen-Anlieferungs-LKWs, die heizen da mit 50 Sachen mit ihren 18-Tonnern durch. Und dass da Kinder morgens zum Kita und da ist auch ein Schulweg, also das, hinter der Kita ist eine Schule. Also das ist so alles gemischt von ganz kleinen bis ganz großen Kindern. Läuft da morgens alles die Straße lang und die heizen da einfach mit 50 Sachen durch die 30er-Zone mit ihren riesigen LKWs. Und wenn dann da Autos irgendwie die Kinder in die Kita bringen und da vielleicht mal ein Auto dann wendet, wenn die Eltern dann wieder wegfahren, dann haben sie noch die Eier dann auch zu hupen, weil sie ja jetzt da irgendwie mal 5 Sekunden warten müssen, weil dann Auto wendet, weil sie mit einem 18-Tonner durch ein Wohngebiet durchfahren und da jetzt irgendwie glauben, dass sie einfach mal jetzt das Recht haben, da unbehindert durchzuballern, weil sie müssen ja zu der Baustelle, ist ja wichtig mit ihrem komischen Sand hinten drauf. Also wenn du diese LKWs siehst, diese voll geländegängigen, riesigen LKWs, die allein schon so hochbeinig sind, dass die Räder sind schon riesig und dann haben sie ja noch den entsprechenden Federweg und so, wenn du dir vorstellst, was da passieren würde, wenn das so ein Kind erwischt, also es ist echt heftig. Aber 30 gilt für die offensichtlich nicht. Da könnte ich platzen. Ja. Aber das ist ja immer, da kann man sich wieder nur aufregen, die örtliche Polizei hier, da habe ich noch nie einen Blitzer gesehen. Der steht dann auf den Zufahrtsstraßen in Frankfurt in die Stadt rein oder raus, wo eine zweispurige Straße ist, da ist halt 50 und die Leute fahren halt 65, da blitzt es dauernd, aber da gibt es nicht mal einen Fußweg. Also da ist jetzt auch die Gefährdungssituation meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig. Also wer soll denn da, ja, dann krachen sie halt ineinander und verbiegen ein bisschen Blech. Da passiert nicht so wahnsinnig viel. Da könnte man den Blitzer hinstellen, aber da steht nie einer. Habe ich noch nie gesehen, gibt's nicht. Da wird nicht geblitzt. Da wird auch nicht gelaserpistolt oder irgendwas. Das passiert einfach nicht. Aber ja, gut, anderes Thema. Könnte ich platzen. Ich habe schon überlegt, ob ich mal einen Vogelkasten bauen soll und bei uns an die Mauer schrauben. Ja, du wohnst ja auch da so, wo wahrscheinlich das jeden Tag ein Thema ist, ne? Ja, klar. Also wenn da Einsatzfahrzeuge mit 60 durchfahren, okay, die haben auch Sondersignal an. Aber alle anderen, das ist 30. Da ist einfach 30 bei uns. Mhm. Das fährt halt keiner. Also ja, es fahren manche und dann siehst du aber schon, wie die dahinter mit 180er Puls hinterher eiern. Ja. Also. Ja, vor allen Dingen, wir parken ja dann auf der anderen Straßenseite, wenn du dann morgens rüber musst und irgendwie zwei Kinder, einen auf dem Arm, einen an der Hand und noch eine Tasche und dies und jenes und dann kommt da einer angehackt mit 60. Das ist nicht so geil. Habt ihr das von den Niederlanden gehört mit der Geschwindigkeitsbegrenzung und der Zustimmung dazu? Nee. Die haben vor 3 Jahren tagsüber auf Autobahn Tempo 100 eingeführt. Also ich glaube, nachts darfst du schneller fahren, aber tagsüber musst du 100 fahren. Und da gab es vorher Umfragen und da gab es so Zustimmungswerte von, ich weiß nicht, so um die 50% oder ich glaube unter 50% waren dafür, dass man eben diese 100 einführt. Und jetzt wurde eben nochmal befragt und jetzt waren 60% dafür, dass man es auf 90 km/h senkt, noch weiter. Krass. Also die Zustimmung zu dem hat also nicht nur dazu zugenommen, sondern auch für eine Verstärkung sogar noch. Also es ist einfach nicht so, dass man das den Menschen nicht zumuten kann. Und 100 ist ja schon massiv langsam, ne? Also aus unserer Sicht. Aber ja, es überzeugt halt am Ende doch, gell? Die Vorteile.
Ja, 100 fände ich, ja, ist halt, fänd ich auch ganz spannend. Ja, ich finde halt, das Argument ist nicht so sehr die Geschwindigkeit 100 oder 120 oder 130 oder was auch immer. Sondern dass alle gleich sind. Sondern die Gleichmäßigkeit, genau. Ja. Das macht's was, wenn du in Frankreich fährst oder so, was es so angenehm macht. Dass dieses Gefühl, ich finde das immer faszinierend, wenn du mit einem Pkw aus Frankreich irgendwo da in Saarbrücken über die Grenze fährst und kommst nach Deutschland. Es dauert keinen Kilometer und dieses Gefühl von deutscher Autobahn ist sofort zurück, weil du merkst ja schon so kurz vor der Grenze nehmen die deutschen Kennzeichen um dich rum zu und die französischen Kennzeichen nehmen massiv ab. Und dann siehst du schon, hier Böblingen, Frankfurt, Offenbach, immer Offenbach. Auch in Frankreich irgendwie so ab Nancy, alles Offenbach. Klar. Weiß der Geier warum. Und dann kommst du näher an die Grenze und sobald die Grenze da ist und du rübergefahren bist, da ist dann noch dieser Grenzübergang, der meistens ja nichts macht, aber man sieht ihn halt, da wird dann noch ganz brav gefahren, weil da könnte ja irgendwo die Polizei stehen und dann so kurz dahinter, wenn dann klar ist, hier jetzt Schild Bundesrepublik Deutschland und so weiter und dann Geschwindigkeitsdings aufgehoben, dann hast du sofort das Gefühl, alle machen die Mittelkonsole auf, holen das Messer raus, stecken es zwischen die Zähne und fahren mit Bleifuß weiter und dann fängt sofort so ein Stress an. So die linke Spur ist dann toxisch und alle drängeln und wollen dich da weghaben, weil du nur 165 fährst und nicht 195. Dann bist du sofort der Feind. Und selbst wenn du selbst 195 fährst, dann ist da einer, der fährt 215 und der findet das total eine Zumutung, dass du nur 195 fährst. Und in Frankreich vorher ist es dann halt immer nur das Nervige so, ich stelle mein Tempomat auf 120 oder auf 122 oder sowas und der vor mir, der hat den auch wahrscheinlich auf 122 stehen oder ich habe versucht rauszufinden, auf was er den stehen hat. Der hat einen alten anderen, ja. Und der hat irgendwie einen anderen und der ist so ein bisschen ungenau. Tempomat kann ich dazu nur sagen. Ja, genau. Das ist einfach das Beste. Hatte mein verdammtes... Stand auf 140, er fährt halt 120, passt. Genau. Hatte mein Wohnmobil nicht. Genau. Ich hatte nur, und ich glaube, bei dem Wohnmobil hatte ich auch nur so gefühlt, der hatte keine Anzeige. Der hat dir nicht gesagt, auf was du dein Tempomat stehen hattest. Das hat mein App auch gehabt. Du konntest ihn nur einschalten, dann geht so eine Lampe an und dann ist er an und dann hast du so einen Plus-Minus-Knopf, aber du siehst nicht, was der für Auswirkungen hat. Und mein Gefühl war, dass der immer 3 km/h-Schritte gemacht hat. Und entweder fahre ich dem LKW hinten rein oder der LKW fährt mir weg. Die beiden Optionen habe ich. Ich habe es nie hingekriegt, mal länger als 300 Meter konstant hinter dem LKW herzufahren, weil das immer irgendwie aus der Synchronität gelaufen ist. Und wenn du dich dann so langsam zurückfallen lässt, so für 300 Meter Abstand und dann wieder hochklickst und wieder ranfährst und lässt dich wieder zurückfallen, an sich würde man denken, damit kommt man gut klar, aber da wird der LKW hinter dir wahnsinnig, weil der findet das überhaupt nicht cool. Und so habe ich 3000 Kilometer Frankreich hinter mich gebracht und habe die LKWs hinter mir geärgert oder bin dann doch irgendwann vorbeigefahren. Also am liebsten war es mir immer, wenn ich irgendwo keinen vor mir hatte, dann konnte ich halt irgendwas einstellen und das dann auch fahren. Aber sobald dann wieder einer war, habe ich wieder mit diesem Ding gerungen. Also bitte, wenn mal einer ein Wohnmobil mit Abstandstempomat erfinden würde und das in Vermietservice gibt, ich werde Kunde, ich komme und gebe Geld aus. Versprochen. bitte hier melden. Es ist furchtbar. Abstandstempomaten scheinen sich noch nicht in den Fiat Ducato durchgesprochen zu haben oder zumindest nicht in die mir vermietet werden. Ja. Nö. Ja. Wie sind wir da jetzt wieder hingekommen? Über Autoverkehr und Dings. Ach nee, über ferngesteuerte Kinderautos. Ach ja, richtig. Naja, genau. Der Borstalsee. Ja, es war sehr verregnet, mein Urlaub. Ihr hattet jetzt gemischtes Wetter, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja. Wir hatten mal ein bisschen Sonne und dann aber auch. Diesen Urlaub werde ich, glaube ich, Regen. Nie vergessen. Das war März 2020. Als es die ersten Fälle Corona in Deutschland gab und das Elsass so explodiert ist mit den ersten Corona-Fällen und wir dann irgendwie vor unserem Urlaub am Borstalsee einen Tag vorher noch rübergefahren sind nach Frankreich, um einen französischen Supermarkt, um farbiges Klopapier zu erleichtern. Genau, ich wollte gerade sagen, Klopapier habt ihr bestimmt gekauft. Genau. Und da kamen wir uns so schäbig bei vor, weil halt alle gesagt haben, so da ist alles verseucht quasi und Masken hatte man ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mal die selbst genähten, das war ja noch ganz, ganz früh. März war ja der erste Monat, wo das überhaupt in Europa losging. Und was wir Angst gehabt haben, als wir in diesen Pool da gegangen sind und
wie wenig wir uns da aufgehalten haben und das Restaurant gemieden und so. Und im Endeffekt hat es in ganz Deutschland zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich irgendwie 20 Fälle oder sowas. Also überhaupt kein Vergleich mit allem, was später kam. Mit heute. Genau, und ich meine, klar, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, aber so rückblickend, es war ein Urlaub in Furcht vor dem unsichtbaren Feind, den ich für immer wahrscheinlich mit dem Borstalsee verbinden werde. Ja. Ja, das war halt ungewohnte Beginn der Zombie-Apokalypse. Wir konnten es halt nicht einschätzen, wie es ist. Ja. Aber auf der anderen Seite war es der erste Urlaub, in dem ich mit einem vollelektrischen Auto gefahren bin. Da hatte ich mir damals einen Nissan Leaf gemietet, um auszuprobieren, wie das ist, wenn man mit einem Elektroauto in den Urlaub fährt. 2020. 2 Jahre, bevor ich dann angefangen habe. Ein Jahr. Na, anderthalb. Ja, doch. Etwas über ein Jahr, bevor ich dann selbst mein Auto bekommen habe. Wir waren dann noch kurz bevor es losging an der Nordsee. Stimmt, aber die Woche davor. Also ja, genau, die Woche davor sind samstags wiedergekommen und Donnerstag war dann irgendwie, oder Mittwoch, Donnerstag war dann alles zu und die nach uns hochgefahren sind, die mussten dann auch wieder zurück und so. Das war echt krass. Ja. Ja, aber darüber wollten wir jetzt gar nicht reden. Nee. Ich hätte noch ein Thema, wie wär's? Hau raus. Ja los. Die Frage ist, wer erzählt ihn jetzt? Jazzwitz der Woche. Ihr habt ja letzte Woche euch von ChatGPT einen Jazzwitz erzählen lassen und ich musste das da direkt auch ausprobieren. Christoph, du hast ihn auch irgendwie wieder aufgetan. Ich habe ihn euch dann auch direkt geschickt und habe dann gesagt so, also habe dem dann gesagt so, ich verstehe den nicht, erklär mir. Habe ich immer noch nicht verstanden. Und dann habe ich ihn noch nach mehr Jazzwitzen gefragt und er hat dann halt ihn erzählt und jedes Mal sofort erklärt, weil er einfach davon ausgehen. Der Typ ist einfach so blöd, der versteht keine Witze. So, jetzt Jazzwitz bitte. Soll ich oder was? Ja, ich finde ihn gerade nicht. Also, warum hat der Jazzpianist seine Schuhe in den Ofen gestellt? Weil er gelesen hat, dass man Jazzschuhe braucht, um gut improvisieren zu können. Betone ich es irgendwie falsch? Oder? Das fühlt sich so nah an. Also als könnte es irgendwie lustig sein. Der kann es einfach nicht. Aber nicht lustig. Ich habe jetzt gerade eben, während du den vorgelesen hast, noch 2 Stück generieren lassen. Warum hat der Jazzmusiker eine Krawatte um den Kopf gebunden, damit er den Takt halten kann? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich gesagt, noch einen. Und dann sagt er, ja klar, hier ist noch ein Jazzwitz. Wie viele Jazzmusiker braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Und dann kommt nicht mal eine Zahl danach hinter der Frage, sondern da kommt einfach nur der nächste Satz. Einer wechselt die Glühbirne und die anderen, also es gibt nicht mal eine Antwort auf die Zahl, wie viele. Mhm. Einer wechselt die Glühbirne und die anderen spielen einen coolen Blues dazu. Ist auch kein Witz. Es ist, das kann es einfach nicht. Es generiert einfach nur Sätze, die irgendwie die äußere Form eines Witzes erfüllen, aber komplett unlustig sind. Aber es ist alles GPT-3.5. Also der Glühbirne ist sogar noch am nächsten an der üblichen Form von einem Witz. Ja. Also der ist nicht richtig lustig, aber er ist schon fast ein Witz, würde ich sagen. Ja gut, aber die andere, warum hatte der Jazzmusiker und dann damit, also die äußere Form bei dem anderen stimmt schon auch. Aber na gut, aber aus deinem kann man ja, also aus dem mit der Glühbirne kann man ja einen Witz machen. Der ist zwar nicht lustig, aber man kann ja sagen, man braucht 5, weil einer die Glühbirne reinschraubt und die 4 anderen einen coolen Blues spielen. Oder das Haus natürlich oder sowas. Ist natürlich nicht lustig, aber ist wenigstens verständlich. Aber warum hat der Jazzpianist seine Schuhe in den Ofen gestellt? Weil er gelesen hat, dass man Jazzschuhe braucht, um gut improvisieren zu können. Heißt es, er will nicht gut improvisieren und deswegen hat er seine Jazzschuhe verbrannt? Oder ich dachte, es ist irgendein Scherz mit Hot Jazz, also dass die Schuhe warm werden oder sowas. Aber er will absichtlich schlecht improvisieren. Vielleicht muss er es so lesen, weil er gelesen hat, dass man Jazzschuhe braucht, um gut improvisieren zu können. Und er will schlecht improvisieren, weil Jazzmusiker immer schlecht improvisieren.
Ich habe mal gehört, dass das Langweiligste sei, was man machen kann, Witze erklären. Deswegen machen wir es ja. Deswegen machen wir es ja. Ja, also ich verstehe es nicht. Den Witz. Die Blue Suede Shoes, aber das sind nur Velour-Schuhe, also von daher, ich weiß es doch auch nicht. Ja. Und das geht es außerdem um Blau. Ich glaube, wir müssen uns wieder eigene Jazzwitze ausdenken. Es wird nicht anders. Ja. Demnächst dann wieder die normalen Jazzwitze. Ja. Ich dachte, die waren uns ausgegangen, oder wie war das? Ach, der Christoph hat so einen riesigen Fundus. Wir sag jetzt mal zu ChatGPT, dass ich diesmal gerne einen guten hätte. Ich hätte einfach gesagt, diesmal einen guten bitte. Und dann sagt es, okay, ich werde es versuchen. Oh Gott, und da kommt ein riesig langer zurück. Ein Jazzmusiker kommt in eine Bar und fragt den Barkeeper, das ist ja unser Thema, und fragt den Barkeeper, haben Sie hier Jazzmusik? Der Barkeeper antwortet, nein, aber wir haben eine sehr gute Imitation von Jazzmusik. Der Jazzmusiker sagt, okay, spielen Sie es mir vor. Der Barkeeper dreht das Radio auf und sagt, hören Sie, das ist unsere Imitation von Jazzmusik. Der Jazzmusiker hört eine Weile zu und sagt dann, das ist ja großartig, wer ist das? Der Barkeeper antwortet, das ist ein Radiosender aus New Orleans. Okay, das war wirklich der Beste bisher. Er war nicht wahnsinnig witzig, aber er war ein bisschen witzig. Ja. Also, ja. Der hat auch, also der erste Witz mit dem Krawatte, der hat 49 Tokens verbraucht. Der zweite hat 74 Tokens verbraucht und der letzte hat jetzt 190 Tokens verbraucht. Also es war schon auch aufwendiger für das Model hier, das Ding zu machen. Der war auch ewig lang. Ja, ja, da kam echt viel, 6 Zeilen Text. Okay, ich sehe schon. Ich glaube, das wird nichts mehr mit diesem Roboter und unseren Jazzwitzen. Wir müssen vielleicht doch. Vielleicht sollten wir mal die Elon Musk KI benutzen. Truth GPT. Jazzwitze. Ja, hier kommt nur Magerblödsinn zurück. Ich habe mich ja vor einer Weile jetzt auf die Liste schreiben lassen, für dass ich gern GPT-4 benutzen würde bei OpenAI. Aber noch bin ich auf der Waitlist, noch bin ich nicht angenommen worden. Das heißt, diese Witze waren jetzt alles noch GPT-3.5. Vielleicht kann GPT-4 ja die besseren Witze erzählen. Sobald ich angenommen bin, versuchen wir das nochmal. Okay, ja, sehr gut. Auch in der nächsten Woche wird es dann wieder eine normale, von uns gesprochene Sneakpot-Sendung geben. Und der Bob sagt uns jetzt, oder wollt ihr noch über... Nee, alles gut. Nee, alles gut. Sagt uns jetzt, was wir schauen. Von nachdem uns. Wir ihn kurz, vorhin kurz überrascht haben damit. Ich habe mich selbst überrascht, als ich im Dokument meinen Namen gelesen habe. Ja, von uns selbst gesprochen, das bringt die Option auf, dass man mal so ein Sprachsynthese-Tool, die einen Sneakpot sprechen lässt. Das wäre bestimmt auch sehr unterhaltsam. Der Fabian von diesem Sektor, ja, hat das doch jetzt gemacht für irgendeine Sendung aus dem Januar. Ja, aber der hat sich, glaube ich, den Text generieren lassen, oder? Hat er den auch sprechen lassen von einer AI? Das weiß ich gar nicht mehr. Der hat auch irgend so ein, ich weiß nicht, ob es eine AI ist, aber irgend so ein Siri-Text-to-Speech genutzt. Ja. Sehr lustig. Wo gehen wir denn hin, Bob? Wir gehen zu Netflix. Und okay, bin ich? Heute ziehe ich meinen Joker. Das Jahr befreien zu dürfen. Mhm. Und wir schauen einen Film, den ich sehr liebe und bestimmt schon 20 Mal gesehen habe. Und ich über den gibt es keine Sneakpot-Folge und das muss dringend geändert werden. Er ist aus dem Jahre 1993. Habt ihr schon eine Ahnung? 93? Er ist deutsch. Deutschland, wieder so ein Quatsch. Und ich habe nur 1993. Ja, ich habe nur 98% Übereinstimmung. Es müssten eigentlich 114 sein. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Von 1993 deutsche Kinder. Spannende deutsche Filme. Hat er noch einen Tipp? Der zweite Hauptdarsteller ist Heinz Schenk. Ach du Scheiße, Heinz. Oh Gott. Warte mal. Erste. Ich bin nächste Woche übrigens nicht da. Habe ich das schon gesagt? Hier ist es ein Harpe Kerkeling. Jawohl. Wir schauen kein Pardon. Ist das der? Das ist nicht der in dem Club Med, oder? Nee, der heißt anders. Der nicht. Das oder? Ist.
Ja, ich weiß, welchen du meinst, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber nee, das ist er nicht. Nein, nein, der hier dreht sich ums deutsche Fernsehen. Von daher ist auf jeden Fall was für Christoph, der ja viel deutsches Fernsehen immer noch guckt, als letzter von uns. 93, als der Film rauskam, habe ich auch noch sehr viel deutsches Fernsehen geguckt. Und ich glaube, Habe Kerkeling hat in diesem Film all seinen... Scheiße, ist der da noch jung. Das ist ja krass. Ich weiß jetzt kein gutes Adjektiv, seine Erlebnisse, um es mal neutral zu formulieren. Und vielleicht so ein bisschen seine Reibungspunkte, die er mit dem deutschen Fernsehen und dem Betrieb, der da herrscht, hat er hier, glaube ich, rein verarbeitet. Und ich liebe diesen Film, weil er so viele Wahrheiten über das deutsche Fernsehen breithält. Und der Sneakpot braucht eine Episode, die sich um diesen Film dreht. Und jetzt habe ich gesehen, dass er bei Netflix ist. Da war er, glaube ich, vorher nicht. Und deshalb müsst ihr den gucken. Fantastisch. Habt ihr den schon mal gesehen? 79% Übereinstimmung. Ich habe Angst. Obwohl ich ja komischerweise wusste, dass es irgendwie Heinz Schenk und Habe Kerkeling, habe ich irgendwie miteinander, ja, keine Ahnung. Irgendwas wusste ich darüber, aber nee, ich habe den, glaube ich, noch nicht gesehen. Interessant. Der leider verstorbene Dirk Bach spielt auch eine fantastische Rolle. Überhaupt, der ganze Film ist... Ich gebe nächste Woche 10 Punkte, das kann ich jetzt schon ansagen. Aber ich möchte wissen, wie ihr den Film wird. Und dann kann ich euch erzählen, warum ich den so toll finde. Nicht, dass du dann enttäuscht bist. Ich habe ihn über die Jahre immer mal wieder geguckt. Insofern, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, dass der immer noch das aussagt. Wahrscheinlich sind im deutschen Fernsehen mit den ganzen Reality-TV und so ist... hat sich das mittlerweile weiterentwickelt, da sind andere Themen vielleicht dringender, aber wir besprechen nächste Woche, nicht diese Woche, von daher mache ich jetzt Schluss. Apropos deutsches Fernsehen, weil du gesagt hast, ich schaue noch deutsches Fernsehen, ich habe ja nicht mal mehr einen Kabelanschluss mehr, aber ja, in gewisser Weise. Du bist der RTL-Abonnent hier bei uns. Genau, das schon. Ich habe am Wochenende, weil ja mein Schwibschwager da war und mit dem schaue ich das ja jedes Jahr, die aktuelle Staffel Last One Laughing geschaut. Ah, die habe ich noch nicht angefangen. Im Fernsehen stattfindet, sondern bei Prime. Ist wieder sehr lustig und schmerzhaft und vor allem eben durch mehrfachen Gesangsauftritt von Anke Engelke und Bastian Pastewka, die haben ja so eine Schlagersänger-Ding jetzt laufen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal begegnet ist. Wahrscheinlich nicht. Nee. Was wirklich schmerzhaft lustig ist. Aber sonst, ja, macht die Serie wieder das, was die Serie halt macht. Gell? Also, ist schon, kann man schon gucken. Es ist sehr lustig. Obwohl, das Lustigste, muss ich sagen, ist, dass sie Joko Winterscheid mit dabei hatten, der halt, wo es von Anfang an klar war, dass er halt ein Opfer ist. Ja. Der ist halt kein, wo alle so gesagt haben, so ja, okay, ich gebe ihm 10 Minuten oder so und dann auch so ganz offen darüber reden, dass Joko ja das Opfer ist und sehr gut, dass er auf jeden Fall eher erstmal rausfliegt. Das ist ziemlich lustig. Aber das kommt dann auch so, oder? Ich meine, ja, natürlich fliegt er auch als erstes raus. Kann doch nicht. Er lacht halt mal alles. Ja, und er ist ja auch selbst kein Comedian, der in der Lage wäre, einen richtig fetten Witz zu machen, oder? Also so ein richtig derbes Ding. Ja, so wie Moritz Bleibtreu halt auch nicht, gell? Ja. Ist halt auch, und Elton auch nicht. Die sind halt alle drei nur als Opfer drin. Genau. Weil ich meine, wenn da Bastian Pastewka einfach eine Maschine ist auf der anderen Seite, was so das vollkommen unvermittelte Blödsinn macht, ja, was dich vollkommen auf den linken Fuß erwischt. Dieser Berliner Urgestein da, wie heißt er? Den du gut findest. Kurt Krömer. Echt, ist er wieder dabei? Kurt Krömer. So gern ich ihn habe. Der ist halt echt, aber der ist echt gefährlich. Der bringt die Leute halt zum Lachen, weil er halt, also der geht halt an die Schmerzgrenze und drüber hinweg. Also, aber er ist selber nicht davor gefeit, über sich selbst manchmal und über andere Leute lachen zu müssen. Und ja, von da aus auch immer gefährdet, sich selbst rauszukegeln. Und deshalb traue ich ihm nie zu, besonders weit zu kommen, obwohl ich ihn total merke. Aber ich glaube, da ist er einfach nicht gut in dem Kontext. Sehr, sehr schön ist auch die Schweizerin, wie heißt sie? Hazel Brugger. Oh ja, die ist
die wirklich sich sehr zusammenreißt und dann es einmal so voll aus ihr rausbricht und sie eben nicht so ein bisschen lacht, sondern man merkt so, da sind dann alle Dämme gebrochen und sie lacht wirklich herzhaft. Das ist wirklich sehr was schön, auch, sehr sympathisch. Was das auch. Beste ist, was du machen kannst, weil in dem Augenblick, wenn du eh gehst, vielleicht kannst du damit noch einen mitreißen. Das kann ja auch passieren. Ja, genau. Ja. Ja, sie haben auch sehr, sehr unterschiedlich streng, ja. Also bei manchen, also bei Yoko zum Beispiel, haben sie halt so Schmunzler und sowas, wo sie bei anderen sofort unterbrochen hätten, haben sie bei ihm halt voll durchgehen lassen, wo wir da und gesagt haben, hey, das ist ja ungerecht, der lacht doch hier so sehr, hat doch, ja, und so. Aber das macht er halt, weil man genau weiß, dass Yoko halt auch noch richtig lachen wird, ja. Und zwar halt 2 Minuten später, weil er sich halt überhaupt nicht unter Kontrolle hat. Und so kommt es dann halt auch. Ja. Sehr schön. Also es ist wieder eine schöne Staffel, kann man schauen. Ist halt der gleiche Mist wie jedes Jahr auch wieder, aber egal. Ja, cool. Macht Spaß. Werde ich auch mal reinschauen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die dritte gesehen habe. Ich glaube, ich habe die dritte tatsächlich noch gar nicht geguckt. Weil es irgendwie so, hast du ja nochmal was vor dir. Ja, da war der Mirko Nonchef noch dabei und dann ist er gestorben und dann kam die raus, als er schon tot war. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, ich kann das jetzt nicht gucken, das macht mich traurig, wenn ich das jetzt gucke, und dann haben wir das liegen lassen. Wir hatten die dritte auch tatsächlich letztes Jahr nicht fertig geschaut und haben dieses Jahr noch die letzten 1,5 Folgen schauen müssen und haben dann die vierte im Anschluss geschaut. Das war tatsächlich komisch, jetzt noch Mirko Nonchef zu sehen und dann kommt eben so ein kleiner so eine kleine Note am Ende. Aber ja, nicht sehr viel. Ich hätte auch gedacht, dass sie jetzt in der vierten Staffel irgendwas darauf Bezug nehmen oder so. Gar nicht. Also, naja. Ja, vielleicht ist jetzt lang genug her, dass ich jetzt gucken können mit Mirko. Aber damals, als es so frisch war, weil der ist ja gestorben und kurz danach kam das raus und dann habe ich irgendwie gedacht, so, das gucke ich jetzt nicht. Das muss ich erst noch, weiß ich nicht, muss ich warten. Und dann bin ich dazu nicht zurückgekehrt, also muss ich irgendwie nochmal aufsammeln jetzt wieder. Ja. Ja, gut. Ja. Dann. So, da hätten wir das Rausplaudern jetzt auch schön verplaudert wieder. Hast du nochmal eine. Ist noch nie passiert. Eine Medien. Ich habe da noch einen Film übrigens gesehen. Ja, das ist jetzt ungünstig. Nein, den musst du für nächste Woche aufheben. Habe ich nicht gesehen. Ja, nee, ich habe eine Serie tatsächlich gesehen, aber das habe ich euch ja schon gesagt. Die besprechen wir ein andermal. Weil wir haben ein paar Science-Fiction-Serien, 3 an der Zahl, die wir noch nicht alle gesehen haben, aber die kommen dann die nächsten Wochen. Wo wir vorhin eine halbe Stunde diskutiert haben, welche Reihenfolge wir jetzt als gucken. Erstes. Ich habe schon wieder vergessen, ich werde euch jetzt gleich fragen, was ich die Woche gucken muss. Das können wir, glaube ich, sagen, oder? Dann wissen die Leute schon mal, was wir für eine Serie besprechen. Ja, ich weiß zwar nicht, ob ich schaffe, aber ja, sag's ruhig. Ich glaube, Mandalorian schauen wir als erstes, oder? Okay. Ja. Ich meine, wir haben es darauf gar nicht. Ja, so, dann mache ich jetzt mal eine Abmoderation. Und, dann machen wir das mal thematisch passend. Deshalb habe ich die gerade von ChatGPT schreiben lassen. Und die verlese ich jetzt einfach. Sehr gut. Er hat das jetzt in der Ich-Form geschrieben. Ich muss das jetzt spontan in die Wir-Form umbauen. Also jetzt ab hier ChatGPT. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen hatten. Wenn ihr Feedback habt oder eure Gedanken zu den Themen teilen möchtet, dann würden wir uns sehr über Kommentare freuen. Schreibt sie gerne in die Kommentarsektion auf unserer Website und vergesst nicht, nächste Woche wieder einzuschalten, wenn wir ein neues spannendes Thema, nämlich den Film Kein Pardon, das habe ich jetzt hier eingefügt, für euch haben. Bis dahin, bleibt neugierig und aufgeschlossen. Tschüss. Das klingt, als hättest du es getextet. Das ist exakt das Gleiche, was du. Ich glaube, der hört uns. Nein, ich hab geschrieben, mein Prompt war: Schreib mir eine Abmoderation für einen Podcast, wo ich die Hörer auffordere, Kommentare zu schreiben und nächste Woche wieder einzuschalten. Das war mein Prompt und das ist das Ergebnis gewesen. Okay, gut. Bis nächste Woche. Ja. Bleibt aufgeschlossen und wachsam. Oder? Neugierig. Neugierig. Wachsam. Tschüss. Tschüss.